So, hallo und herzlich willkommen heute am Schreibtisch. Und es ist endlich Zeit, dass wir uns mal mit der Waldzustandserhebung 2023 auseinandersetzen. Das heißt im Klartext, wir reden heute über den Waldzustand in Zahlen, so aktuell, wie wir die Zahlen halt eben haben. Und die sind quasi vom, ja, bis Spätsommer 2023. Alles, was jetzt seitdem passiert ist, landet dann im Waldzustandsbericht von 2024. Den können wir dann so schätzungsweise ab April, Mai 2025 besprechen. Das ist halt einfach, erstens, es muss erst passiert sein, dann musst du die Daten erheben und dann musst du die Daten noch auswerten. Und das bedeutet, dass da immer ein gewisser Zeitversatz nach hinten ist. Das ist also völlig normal. Trotzdem sind das hier jetzt die aktuellsten Zahlen, die wir zum jetzigen Waldzustand haben. Wir können darüber hinaus noch ein bisschen rumspekulieren. Das werde ich an der einen oder anderen Stelle auch tun. Natürlich selbstverständlich als Spekulation gekennzeichnet. Wir sind hier ja nicht im Hörsaal, sondern nur auf YouTube. Und ich finde, Spekulation ist in Ordnung, solange man klar kommuniziert, dass es sich jetzt gerade um Spekulation handelt. Ne? Dazu ein Spekulatius und ein Schluck Tee. Spekulatius hätte ich gerne, aber Tee habe ich wirklich. So, und entsprechend ist das hier immer die Zusammenfassung, ne? Ergebnisse der Waldzustandserhebung, der jeweiligen Landeswaldzustandserhebungen. Jedes Bundesland macht das für sich, beziehungsweise einige Bundesländer lassen es von einem anderen Bundesland machen, weil nicht jedes Bundesland eine forstliche Versuchsanstalt beziehungsweise ein Forstforschungszentrum hat, das das meistens macht oder zumindest auswertet. Und dadurch kommt es, dass zum Beispiel die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt das Ganze für drei Bundesländer macht, obwohl sie in Niedersachsen hocken und dementsprechend eigentlich die Niedersächsische sein könnten, sind sie aber nicht. Sie sind die Nordwestdeutsche, weil sie eben auch für die anderen nordwestdeutschen Ecken zuständig sind. Ne? Das also nur mal, um Verwirrung zu vermeiden. Gut, wir müssen noch ein paar kleine Sachen vorweg, bevor wir uns hier wirklich Zahlen angucken, klären, weil ich mache das zwar fast jedes Jahr, ich glaube einmal habe ich es vergessen, beziehungsweise ist es untergegangen, weil war nicht drin, aber trotzdem, weil es auch mindestens ein Jahr her ist, als wir das das letzte Mal gemacht haben, möchte ich nochmal alle Grundlagen und so weiter und so fort erwähnt haben, dass jemand, der das zum ersten Mal sieht, einen Beitrag in die Richtung oder es einfach wieder vergessen hat, was auch keine Schande wäre, ne? Wirklich nicht. Ich muss mir so einen Schwachsinn merken. Ihr nicht zwingend. Ja? Also da besteht wirklich nicht die Notwendigkeit, sein Hirn bzw. sein Gedächtnis damit zuzukleistern, denn auch das menschliche Gedächtnis hat nur begrenzt Kapazität. Man darf also auch durchaus wieder was vergessen, was für einen gerade nicht unbedingt von unmittelbarer Bedeutung ist. Vielleicht wisst ihr noch so grob, dem Wald geht es nicht besonders gut und dann wisst ihr im Wesentlichen eigentlich schon, dass das größte, wichtigste. Und mit den Details kann ich euch jetzt nochmal versorgen und möglicherweise bleibt dann ein bisschen noch was hängen, wenn ihr da Bock drauf habt, dass es hängen bleibt, weil sich so viel nicht verändert hat. Leider nicht im Positiven, aber dankenswerterweise auch nicht im Negativen. Es ist plus minus weiterhin bäh. Aber auch nicht noch schlimmer, als es schon gewesen ist. Ich hätte allerdings ehrlich gesagt, das muss ich gestehen, mit einer Verbesserung im Jahr 2023 gerechnet. Wer also 23 mit mir unterwegs war, der wird von mir gehört haben, dass eigentlich das Jahr bisher ganz gut gewesen ist und sich der Wald nach meiner Einschätzung, da wo ich zumindest unterwegs war, etwas erholen konnte. Das muss jetzt nicht unbedingt falsch sein. Das ist halt nur leider so, dass Deutschland eben groß ist und ich nicht überall bin oder war und dementsprechend eben da noch Ecken dazukommen, die erstaunlich schlecht performt haben, Neudeutsch, was ich in diesen Ecken nicht erwartet hätte. Darunter unter anderem Bayern. Ja? Das ist bisher eigentlich immer mit einem blauen Auge davon gekommen oder mit einem weiß-blauen Auge. Und ja, der war schlecht. Und daher dachte ich, das bleibt so, mehr oder weniger, dass einfach die Tatsache, dass Bayern höhenmetertechnisch, also zumindest Teile von Bayern, einfach so viel höher liegt, dass die Konsequenzen der Erwärmung da noch nicht so sehr zum Ausdruck gebracht werden, weil es halt einfach durch die Höhe noch nicht ganz so warm, also absolut nicht so warm geworden ist. Man darf allerdings nicht vergessen, relativ heizen sich die Alpen und andere Hochgebirge und die Polarregionen erheblich schneller auf als die ohnehin schon warmen Gebiete.
Also was warm ist, wird zwar auch wärmer, aber wird langsamer wärmer als kalte Ecken. Die werden erheblich schneller wärmer und da haben wir zum Teil jetzt schon 2,5 Grad Erwärmung in manchen dieser Gegenden. Punktuell, wenn man sich die schlimmsten Beispiele raussucht, aber im Schnitt schon mindestens das 1,5 Grad Ziel. Dass es ja politisch theoretisch noch gibt, das können wir knicken, das ist völlig utopisch, aber theoretisch wird das ja noch immer diskutiert und das ist in diesen Bereichen schon vom Mittelwert her, auch dem langfristigen Mittelwert her, inzwischen überschritten. Ne? Gut, wie auch immer, jedenfalls, was ist der Waldzustand? Die Waldzustandserhebung, ah, mein Spielzeugschraube nicht runterwerfen, das klappert. Das ist eben. In jedem Bundesland rennen Förster und Forstwissenschaftler und Mitarbeiter der Forstwissenschaft in den Wald und gucken sich Baumkronen an. Also klassisch nur die Baumkronen. Das wurde inzwischen erweitert, dass noch andere Parameter erhoben werden. Aber wir beschäftigen uns jetzt auch mit der klassischen forstlichen Waldzustandserhebung, sprich den Zustand der Baumkronen. So, und dann teilen sie diese Baumkronen eben ein am simpelsten wäre es zu sagen, gesund. Vorwarnstufe geschädigt und schwer geschädigt. So, aber da das ein bisschen zu simpel wäre, gibt es am besten einen Prozentwert von 100 bis 0. 0 ist tot, 100 ist Baum super ultra gesund. Rein technisch gesehen gibt es übrigens auch noch Bäume, die derart gut dastehen, dass sie über 100% sind. Rein Theorie, also ne, in der Praxis existieren die. Theoretisch gibt es die natürlich nicht, aber hin und wieder hast du mal Bäume, bei denen der 100%-Wert einfach nicht ausreicht, weil solche Riesendinger sind, gigantische Kronen haben, gigantische Blattanzahl am ganzen Baum. Und ich spreche da dann gerne immer mal von 120% oder sowas, einfach um auszudrücken, dass man die Vielfalt unseres Waldes nicht in einen Zahlenwert von 1 bis 100, der definiert ist, reinquetschen kann. Man müsste ihn also eigentlich fast nach oben offen lassen. Nach unten ist natürlich Blödsinn, bei 0% ist Schluss, Töter als tot geht nicht und dementsprechend muss man sich da dann eben keine so großen Sorgen machen. So, wie gesagt, das machen wir jedes Jahr und das machen wir jedes Jahr seit 1984. Und glaube ich, wenn die Zahl nicht stimmt, werden wir im Laufe des Videos schon noch rausfinden, seit wann es die Zahlen gibt. Jedenfalls führt das dazu, dass wir seit dieser Zeit eben einen guten Überblick darüber haben, wie es in unseren Baumkronen geht. Und die Baumkrone ist schon ein zumindest brauchbarer Indikator für den Gesamtzustand des Baums bzw. den Gesamtzustand des Waldes. Jedenfalls ist es ein einfach zu erhebender Indikator. Man könnte das heute noch viel, viel, viel komplexer machen, hat man aber eben nicht seit 1984 schon getan. Und neben den komplexen modernen Daten zum Gesundheitszustand des Waldes hat Entschuldigung, damit eben die Waldzustandserhebung den großen Vorteil, dass sie seit Ewigkeiten läuft und wir eben die Daten, die damals erhoben wurden, mit den Daten, die heute erhoben werden, vergleichen können. Und weil die Methodik sich über die Jahrzehnte nicht geändert hat, sind die Daten auch wirklich eins zu eins vergleichbar, zumindest in den allermeisten Fällen. Es gibt ein kleines Rauschen bzw. ein kleines bisschen Schwierigkeiten, weil bekanntermaßen wir ja mal zwei Länder waren und das hat dazu geführt, dass wir die durchgehende Datenkonsistenz nur in den westlichen Bundesländern haben und im Osten gibt es quasi erst seit der Wende die Waldzustandserhebung, so wie wir es im Westen, also von meiner Seite aus, wir im Westen, weil ich halt da wohne, ist nicht bös gemeint, wirklich gar nicht, erhoben haben. So. Und halt schon länger erhoben haben, halt seit 84. Ja? Um so viele Jahre geht es da gar nicht, aber einfach nur, dass das klar ist, dass das da nicht zu Verwirrungen kommt. Ja, warum hat man das angefangen, 84? Wegen dem sogenannten Waldsterben. Ich sage sogenanntes Waldsterben, weil es in den Medien medial wahnsinnig übertrieben wurde. Es war nicht, aus meiner Sicht zumindest, war es kein Fehler der Wissenschaft zu sagen, dass es dem Wald nicht gut geht und der saure Regen, das war damals die Hauptursache, dem Wald wäre Schäden zufügt, das war richtig. Und soweit ich weiß, ist es aus den meisten wissenschaftlichen Publikationen irgendwo von einem Waldverlust von 15 bis 20% die Rede gewesen. Was dann in den Medien daraus gemacht worden ist, war Totalverlust vom Wald. Deutschland wird inzwischen
Ja, also mindestens bis ins Jahr 2020, mindestens, spätestens, ne, überhaupt keinen Wald mehr haben. Und da hat man eben also entsprechende große Panikszenarien ausgepackt, die die Wissenschaft so nie gesagt hat, die dann einfach, ne, der eine schreibt, wir werden bald 21% Wald verlieren. Dann denkt sich der nächste Redakteur, na, das ist ein bisschen wenig, komm, machen mal 25, dann ist mein Artikel beliebter als der andere, weil der ist krasser. Und der nächste denkt sich, was, nur 25, Mist, ja, dann mache ich 35 und dann schaukelt das immer sich weiter sich hoch und dadurch wurde das einfach maßlos übertrieben. Und der zweite Punkt, warum es das sogenannte Waldsterben ist, das so nicht stattgefunden hat, liegt einfach daran, dass es einfach abzustellen war. Man musste bloß Rauchpartikelfilter, Rußpartikelfilter und ähnliche Filter und den Katalysator im Übrigen irgendwo dran schrauben, da wo sie jeweils hingehören und schwuppdiwupp ist die Schwefel, vor allen Dingen die Schwefelbelastung der Luft stark zurückgegangen und siehe da, der Wald hat sich zumindest von der Schwefelung und der Versauerung des Regens relativ schnell wieder erholt. Auch die Waldschutzkalkung, ältere Herrschaften und Damen werden sich daran erinnern, dass es mal irgendwann eine Phase gab, wo Hubschrauber im Wald über den Wald geflogen sind und da Kalk ausgestreut haben. Die einen oder anderen haben das mitbekommen. Ich persönlich habe das nie mitgekriegt. Weiß nicht, ob das schon vorbei war, gänzlich, als ich alt genug war, um es zur Kenntnis zu nehmen, oder ob ich es einfach nie mitbekommen habe, weil ich immer das Pech hatte, nicht da zu sein, wo das gerade passiert ist. Wie auch immer, jedenfalls der ein oder andere wird sich daran erinnern. So, und das hat auch noch mit dazu beigetragen, dass dieses Waldsterben in dieser Form nicht stattgefunden hat. Die Waldkalkung war ein großer Erfolg aus bodenkundlicher Sicht und hat die Fruchtbarkeit vieler Waldböden durchaus positiv verbessert. Um bis zu 0,2 pH-Wertpunkte, das ist für Wald-pH-Werte, also Waldboden-pH-Werte, Säurestärke im Waldboden, eine sehr, sehr, sehr hohe Veränderung, ein sehr positiver Wert. Und von daher alles, was das angeht, gut gelaufen. Ja? Aber trotzdem ist immer noch diese Waldzustandserhebung gesetzlich vorgeschrieben, die ursprünglich ja genau dafür gedacht war, eben rauszufinden, wie vergilbt ist der Wald, wie stark leidet der Wald unter Säure. Und es wird auch heute noch, muss es, weil man nie das Gesetz geändert hat, ermittelt, wie sehr der Wald unter den Säureeinträgen durch den sauren Regen zu leiden hat. Spoiler, gar nicht. Das hat sich inzwischen wirklich erledigt. Das ist vorbei, spielt quasi keine wirkliche Rolle mehr. Hier und da mag es nochmal einen ganz seltenen Ausnahmefall geben, wenn du irgendeinen Wald hast, der derart dicht neben der Autobahn steht, dass da irgendwie die Winde dann auch noch dauernd durchpfeifen und der Nebel mit den Abgasen da reingepustet wird von mir aus. Da mag es noch Ausnahmen geben, dass das dann mal noch der Fall ist. Also die mag es nicht nur geben, die gibt es tatsächlich, aber das sind so wenige Flächen und so kleine Flächen, dass wir deutschlandweit wirklich sagen können, das Problem hat sich erledigt. Aber andere Faktoren sorgen inzwischen dafür, dass es dem Wald noch beschissener geht als damals noch zu Zeiten des sauren Regens. Und wir haben inzwischen, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, die miesesten Waldzustandswerte seit Beginn der Erhebung, also seit 1984, in fast allen Bundesländern wirklich die mit Abstand miesesten Werte. Ob die jetzt letztes Jahr waren, vorletztes Jahr oder dieses Jahr besonders schlecht sind, das schwankt ein bisschen, aber sie bleiben auf einem katastrophal niedrigen Niveau und das hat sich auch 2023 leider nicht geändert. So, was man auch noch sagen müssen, das machen wir aber gleich, wie das Ganze funktioniert. Davor gucken wir jetzt noch einmal ganz nach unten. So geht's schneller. Wupp. Hier ist nämlich das Impressum und da sehen wir, das Ganze ist herausgegeben von dem hier, ne, vom Bämmel, Bimmel, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. So, und jetzt gehen natürlich die Alarmglocken an. Was, ein staatliches Papier, das kann ja nur und so weiter und so weiter. Das ist allerdings bloß, in Anführungszeichen, bloß eine Zusammenfassung der jeweiligen Landes. Waldzustandserhebungen der Bundesländer und hier hat man einfach sämtliche Werte genommen. Was heißt einfach? Das ist nicht einfach. Aber hier hat man trotzdem nur in Anführungszeichen die Werte der jeweiligen Bundesländer genommen, zusammengerechnet, um ein bundesdeutsches Gesamtbild sozusagen abbilden zu können, was wir uns jetzt angucken. Denn wenn wir uns die Waldzustandserhebungen sämtlicher Bundesländer anschauen wollen, dann sitzen wir morgen noch hier und darum ist das sehr, sehr praktisch. Und sollte hier falsch gerechnet worden sein oder irgendwie versucht worden sein, hier irgendwie politisch
Einfluss zu nehmen und das in irgendeine Richtung zu manipulieren, dann fällt mir beim besten Willen nicht ein, wem es nützen soll, den Waldzustandsbericht zu manipulieren. Und zweitens, in welche Richtung sollte man ihn denn manipulieren? Machst du die Bäume zu schlecht, damit die Leute die Grünen wählen, weil sie Angst um den Wald haben, dann kannst du gleichzeitig argumentieren, dass der Cem Özdemir schuld ist, weil der war ja der Forstminister in den letzten Jahren. Jetzt geht es mit dem Wald ganz, ganz böse bergab, also muss der schuld sein. Ja, und das wird dann auch gesagt werden, weil nicht unbedingt faire Kommunikation vorliegt im politischen Metier. Was auch immer, was zum Teil auch nachvollziehbar ist, möchte ich ja gar nicht bestreiten. Ja, ich sehe wirklich überhaupt keine Veranlassung. Davon abgesehen, jeder, der es nachrechnen kann, zum Beispiel ich, könnte es nachrechnen. Wenn irgendwo auffällige Ungereimtheiten wären, würde es jeder, der sich auskennt, zum Beispiel ich, wahrscheinlich bemerken. Und es ist ja nicht nur ich, der das Ding liest, sondern ich würde mal behaupten, fast jeder meiner Kollegen aus dem Forst. Und die sind alle in der Lage, Ungereimtheiten hier aufzuspüren. Das heißt, es wäre außerordentlich schwierig, hier einfach falsche Zahlen reinzuschreiben. Und die Landeszustandserhebungen, die können quasi kaum gefälscht sein, weil die nicht von den jeweiligen Ministerien, also es gibt natürlich auch immer jeweils Landes-, Ernährungs-, Landwirtschaft, schieß mich tot, Forstministerien auf Landesebene, nicht auf Bundesebene. Und da werden sie letzten Endes von forstlichen Versuchsanstalten unter der Freiheit der Wissenschaft durchgeführt und von Wissenschaftlern geschrieben, die natürlich irgendwo vom Staat bezahlt werden. Ja, aber das ist für jede noch so gut, die beste unabhängige Wissenschaft wird vom Staat bezahlt. Was die Alternative? Ein Unternehmen bezahlt den Wissenschaftler. Was soll dann rauskommen? Das, was dem Unternehmen passt. Und das wird dann häufig da ist. Also die Unabhängigkeit der Forschung ist immer, immer weltweit grundsätzlich, mit Ausnahme vielleicht von Nordkorea oder Russland oder solchen Ländern, aber ansonsten fast immer dann am besten, so gut wie es nur irgendwie geht, wenn es vom Staat bezahlt worden ist. Ja? Noch besser von der Staatengemeinschaft, das wäre so der absolute Goldstatus, weil man dann wirklich überhaupt keine Interessensnahme von Einzelstaaten da irgendwie befürchten muss. Haben wir jetzt in diesem Fall hier nicht. Niemand hat Bock, eigenes Geld auszugeben, damit wir unseren deutschen Wald erforschen und nur den. Nachvollziehbar, wäre auch doof sonst, ne? Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder rumschwurbeln, aber das führt zu nichts und daher beenden wir das an der Stelle und scrollen wieder hoch. Achso, vom Urheberrecht her, erstens aus gesundem Menschenverstand und ethisch-moralischen Gründen sollte es ein Problem darstellen, in Deutschland ein Papier für Deutschland, das unsere von uns bezahlte und gewählte Regierung, ja irgendwie schon, ja, würde ich zurzeit gerne vergessen, aber das ist so. Letzteres, ne, dass die mal gewählt wurden. Wie auch immer, jedenfalls wird das Ding eben von uns, für uns, im Namen von uns, steht zumindest auf dem Bundestag, so herausgegeben. Und wenn da jetzt Probleme auftreten würden, dass ich das Dokument mit in voller Länge fast mit euch durchkaue, das kann ich mir nicht vorstellen. Davon abgesehen ist es ein Zitat, weil es ist die Erörterungsgrundlage zu meinen Ausführungen. Und es ist ein Großzitat, was in Ordnung ist, weil ich Forstwissenschaftler bin und hier ein forstwissenschaftliches Thema forstwissenschaftlich behandle. Dementsprechend zählt das nach meinem juristischen Verständnis irgendwie entfernt als Wissenschaft, was ein Großzitat rechtfertigt. So, und die Quellenangabe habt ihr gerade gesehen. Außerdem steht hier ja immer wieder Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft oder alternativ könnt ihr auch den Mann hier nochmal zu sehen kriegen. Da werden sich jetzt ganz viele freuen. der zumindest das Vorwort geschrieben hat. Aber auch nur das Vorwort, der Rest vom Dokument basiert wirklich rein auf den Zahlen der Bundesländer und kurzen Erklärungstexten, die vollkommen neutral gehalten sind. Also ich kann da wirklich beim besten Willen keinerlei politische Einflussnahme erkennen. So, wird langsam kalt hier der Tee. Da können wir jetzt mal wirklich auch reinschauen, weil das immer ein bisschen interessant ist, weil das, was an politischer Einflussnahme stattfindet, das ist schon immer so gewesen, in diesen Papieren ist immer das Vorwort durch den jeweiligen Landes- bis Bundesminister, ne?
So, liebe Leserinnen und Leser, das Interesse am Gesundheitszustand unserer Wälder ist zu Recht groß. Wälder sind kostbare Lebensräume für unzählige Tier- und Pflanzenarten, regulieren Klima, Wasserhaushalt, tragen wichtig zum Kohlenstoff, als Kohlenstoffsenke bei, sind Quelle für regionale nachhaltige Holzarbeitsplätze, sowieso Erholungsraum. So, die Vitalität der Wälder ist daher untrennbar mit unserem Wohlergehen. Ja, das ist übrigens alles richtig, ne? Doch wie geht es unseren Wäldern? Wie kommen sie mit den Auswirkungen der Klimakrise zurecht? Schlecht. Wie widerstandsfähig sind sie? Zu wenig, könnte man meinen, ja? Das kann man nicht kurz beantworten. Das ist derzeit vielleicht das Forschungsthema in den Forstwissenschaften, der Waldökologie, der Teilen der Biologie und in teilweise auch in wirtschaftlichem Interesse durchaus, das rauszufinden, wie widerstandsfähig unsere Wälder denn nun sind. Und einfache Antworten gibt sie überhaupt keine. Da gibt es kein Ja, kein Nein, da gibt es ein, es könnte sein, dass vielleicht eventuell eine Tendenz in Richtung so und so möglich ist. Ja? Und das ist schwammig genug und mehr als das trauen sich die meisten meiner Kollegen nicht zu sagen. Ich versuche es manchmal ein bisschen deutlicher zu formulieren, im Wesentlichen weiß ich aber auch nicht mehr als das. Ja, also wir sind wirklich gerade total in einer nie dagewesen schnellen Entwicklung, die für ein langsames Ökosystem mit Sicherheit zu schnell ist, als dass es nicht große Änderungen an diesem langsamen Ökosystem geben müsste. Wie groß die ausfallen, das wissen wir aber nun wirklich beim besten Willen nicht. So, der aktuelle Waldzustand, die aktuelle Waldzustandserhebung ist das wichtigste Instrument zur jährlichen Überwachung des Gesundheitszustands unserer Wälder. Das ist auf Bundesebene absolut richtig. Das ist auf Bundeslandebene sicherlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag. So und regional kann man dann teilweise größer aufgelöst, kleiner aufgelöste, bessere, umfassendere Monitoringverfahren verwenden, die mehr und besser zu analysierende und dann auch daraus herausgehend besser zu prognostizierende Daten liefern. Aber erstmal ist es definitiv so, dass die Waldzustandserhebung sehr, sehr wichtig ist. Das ist definitiv vor. So, und jedes Jahr wieder habe ich ein Problem damit, mit folgendem Satz: Nach wie vor sind 4 von 5 Bäumen krank. Und jedes Jahr sage ich dazu, und ich werde mich auch dieses Jahr wieder zum Einigen wiederholen, es ist mindestens ein Jahr her, ihr habt es vergessen, ne? Und daher tue ich ihm einfach mal so, als hätte es die Videos der Vergangenheit nicht gegeben. Und teilweise habe ich es auch nicht jedes Jahr gesagt, sondern nur jedes zweite. Und dann habt ihr das erst recht vergessen, vielleicht habt ihr das auch gar nicht gesehen damals. Deswegen machen wir heute ausführlich, beziehungsweise ich quatsche halt alles, was es zu sagen gibt. So, 4 von 5 Bäumen sind krank. Das ist halt die große Frage, wie man krank definiert. Und krank ist definiert per einer ganz, ganz alten Definition, dass alles mehr oder weniger unter 85% Laubmasse in der Krone als krank definiert definiert ist, zumindest je nachdem, wen man fragt, aber das sehen wir gleich noch, ne? Also nagelt mich jetzt noch nicht mit Zahlen fest, das könnt ihr nachher dann gerne machen. Und das trifft die Realität nicht so richtig. Inzwischen muss man eigentlich sagen, dass ja auch gerade dadurch, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Bäume zugenommen hat, so sie dann wachsen, ne? Sie wachsen schneller, bis sie tot sind. Sie sterben schneller, aber dafür wachsen sie schneller, bis sie sterben. Netto wissen wir noch nicht, ob das langfristig zu einer Zunahme oder zu einer Abnahme vom Wald führt. Wenn schneller gestorben wird, ist das für langlebige Organismen sehr schnell ein großes Problem, weil sie immer noch, selbst wenn sie schneller wachsen, selbst wenn sie doppelt so schnell wachsen, immer noch mindestens 50 Jahre brauchen, bis sie ein vernünftiger Baum geworden sind. Ja? Und doppelt so schnell wachsen tun sie nicht. Und wenn sie dafür ein Sterberisiko von zusätzlichen 5% pro Jahr haben, dann kannst du jedes Jahr ein Zufallsrädchen laufen lassen mit 5% Sterberisiko, da werden einige Bäume rausfallen, ne? Dass die dann Pech hatten, einfach in den 50 Jahren das nicht geschafft zu haben, alt genug zu werden, um vernünftig Holz zu liefern. Und je früher sie ausfallen, desto weniger gut kann man das Holz gebrauchen, was dabei rumkommt, und desto weniger Totholz fällt an. Also in beiden Fällen, sowohl wenn man den Baum nutzt, als auch wenn man den Baum aus ökologischen Gründen im Wald liegen lässt, ist es besser, wenn er dicker ist. Ja? Mit einem dünnen Baum kann weder die Natur viel anfangen, noch wir im Sägewerk. Und das ist entscheidend, ja. Aber dieser 4 von 5 Bäumen sind statistisch gesehen krank wert,
Den mag ich nicht. Ich kannte den Satz noch nie leiden, seit er zum ersten Mal von der Klöckner, glaube ich, politisch zumindest aufgegriffen worden ist. Dass Özdemir den übernommen hat, ist so einer seiner Fehler. Das sehe ich definitiv so. Im Übrigen, der hat auch ein paar gute Sachen für den Wald getan. Unter anderem gibt es jetzt eine. Ja, das ist so. Ja, regt euch auf. Zweifelt es an, aber die Einpreisung von Ökosystemdienstleistungen mit 100 Euro pro Hektar, also wenn du einen Wald hast und dieser Wald ist ökologisch gut ausgerichtet und zukunftsfähig, soweit wir das heute sagen können, dann kriegst du dafür, dass du für die Allgemeinheit den Wald rettest, sozusagen den Wald erhältst und darauf verzichtest, hier jetzt super viele Bäume zu fällen. Ein paar darfst du fällen, aber halt eben nicht super viele, damit der Waldzustand in sich stabil bleibt. Dann kriegst du dafür vom Staat, von uns allen sozusagen, 100 Euro pro Hektar. Und ja, damit das eben ein kleiner Anreiz ist, den Wald so zu gestalten. Wird da jemand reich von? Nö, niemand. Dürfte das mehr Geld sein? Wahrscheinlich schon. Aber es ist immerhin mal ein Anreiz. Das wurde seit Jahrzehnten, mindestens seit einem, scharf kontrovers diskutiert, ob man das nicht unbedingt haben möchte. Seit 2, 3, 4 Jahren brüllen alle eigentlich nur noch, wir brauchen das dringend, inklusive mir. Und der Mann da unten in der Ecke, der hat das jetzt umgesetzt. Das ist gut. Ja, da kann man beim besten Willen, im Detail könnte man es vielleicht noch ein bisschen anders machen. Aber es ist im Prinzip wirklich gut, dass das jetzt mal da ist. Und das rechne ich ihm hoch an. Ja, unabhängig von seiner Partei und allem anderen Kladderadatsch, der gerade politisch so passiert, wenn wir uns wirklich mal auf dieses eine Gebiet hier konzentrieren, ja, dann ist das eine gute Sache und das ist doch schön. Gute Sachen sind immer besser als schlechte Sachen, meiner Meinung nach. So, jedenfalls hat sich die Baumgesundheit hat sich 2023 zwar nicht wesentlich verschlechtert, aber insgesamt leider auch nicht verbessert. Und das fasst es ehrlich gesagt ziemlich gut zusammen, was auch die Zahlen eben sagen. Er konnte die offensichtlich auch richtig interpretieren oder hat sie interpretieren lassen. Der Trend der vergangenen 40 Jahre zeigt eine klare Verschlechterung der Vitalität der Wälder ja leider mehr als deutlich. So, Hauptursache dieser fatalen Entwicklung sind die Auswirkungen der Klimakrise. Das ist richtig. Das werden jetzt auch einige nicht hören wollen, aber das ist absolut richtig. Das ist mit Abstand die Hauptursache. Das war mal anders, als es noch sauren Regen gab, da wir den jetzt inzwischen abgeschaltet haben und der im Vergleich zur Klimaerwärmung einfach abzuschalten war. Ist das jetzt der wesentliche Ausgangspunkt und wesentliches Merkmal der fatalen Entwicklung im Wald? Dazu kommt noch die anthropogene Stickstoffdüngung, die hier und da schwerere Auswirkungen hat und den Wald mitunter ein bisschen schädigt. Dagegen kann man ein bisschen einfacher als gegen die globale Erwärmung vorgehen. Dafür müsste man einfach gucken, dass weniger Dünger in die Welt gelangt, sozusagen insgesamt weniger Dünger produziert wird und Dünger angemessen auf die Düngermenge, die es denn wirklich für die Pflanzen in der landwirtschaftlichen Anzucht braucht, auch nur diese Düngermenge aufs Feld gelangt und nur ganz wenig mehr als wirklich benötigt wird, damit wenig Düngeraustrag in die Umgebung stattfinden kann. Unter anderem, das ist aber natürlich auch ein hochgradig komplexes Thema, das so einfach nicht zu klären ist und ich möchte auch keinem Landwirt irgendwie jetzt auf den Fuß treten und sagen, du verwendest zu viel Dünger. Das ist auch politisch in der Vergangenheit sehr sehr, sehr vieles, sehr, sehr vieles, sehr, sehr schief gelaufen, was man nicht in wenigen Jahren wieder gerade biegen kann. Also da werden auch die kommenden, egal wer da gewählt wird, Legislaturperioden wahrscheinlich wenig daran ändern können. Ja, mit Sicherheit nicht. Naja, Sie können es versuchen, aber ich bin da sehr skeptisch. Ja, jedenfalls müssen wir unsere Wälder jetzt Klima anpassen oder klimastabiler machen. Das ist tatsächlich auch nicht die Idee vom Özdemir, sondern die vom Forstwissenschaftlichen Beirat in der Bundesregierung. Und dem darf man sich, glaube ich, als so ziemlich fast jeder kleine Förster irgendwo da draußen anschließen. Das sieht jeder, der im Wald unterwegs ist und weiß, wonach er gucken muss, dass genau das notwendig ist. Das ist also Stand des Wissens, Stand der Forschung. Und dagegen gibt es eigentlich inzwischen gar keine Opposition mehr. Ja, bis auf so ein paar Idioten, die tatsächlich immer noch Fichte pflanzen wollen, weil Tradition wichtiger ist als Intelligenz und als richtig. Ne? Besser so wie immer als richtig machen. Und ja, der Rest ist, ja, ihr könnt's, habt's wahrscheinlich inzwischen selber 15 Mal durchgelesen und dem ist eigentlich nicht viel hinzuzulesen. Ist ein in Ordnung Vorwort. Ja? Ich erkenne da wenig politisches
Kalkül, außer dass Schutz vorm Klimawandel bzw. Klimaschutz, eigentlich müsste es ja andersrum heißen. Wir schützen uns vorm Klima, wir wollen nicht das Klima schützen. Das wäre korrekt, aber das versteht eh kein Mensch, wenn man es jetzt auf einmal so formulieren würde. Von daher passt soweit. Gut. Das ist ein Buchenwald, nur der Vollständigkeit halber, so muss ein Buchenwald aussehen. Genau genommen ist das ein sehr verjüngungsreicher Buchenwald. Darunter steht, das kann man nur sehr schlecht erkennen, ist das weitgehend viel, einiges, sicherlich das meiste im Patiens-Parviflora. Das ist das chinesische kleine Springkraut oder kleinblütige Springkraut, was auch immer, jedenfalls aus China, und breitet sich auch gerne mal im Buchenwald ein wenig aus. Davon abgesehen, ist das ein sehr schöner Buchenwald, so muss das aussehen. Und der ist in seinem Zustand, wie er jetzt hier steht, auch ziemlich in Ordnung. Gibt es jetzt keinen großen Grund, sich Sorgen zu machen, dass der demnächst zusammenbricht. Ich wollte bei der Gelegenheit einfach die Bilder auch mal kommentiert haben, wenn wir schon das Ganze durchgehen. So, der Text hier ist wichtig. Der Kronenzustand der Waldbäume hat sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Einzig bei der Kiefer konnte leichte Verbesserung festgestellt werden, das ist auch wichtig. Hier hat sich der Flächenanteil ohne Kronenverlichtung deutlich erhöht, aber nicht das Niveau im Jahre 2019 erreicht. Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass nach wie vor eine anhaltend hohe Kronenverlichtung bei allen Baumarten zu verzeichnen ist. Der Flächenanteil mit deutlicher Kronenverlichtung und die mittlere Kronenverlichtung sind weiterhin auf gleich hohem Niveau. Die mittlere Kronenverlichtung ist im Durchschnitt aller Baumarten mit 25,9% unverändert. Der Anteil der Waldfläche, die keine Kronenverlichtung aufweist, liegt im Jahr 2023 bei 20%. Auf die Warnstufe entfielen unverändert 44%. So, und da müssen wir kurz einhaken, denn gesunder Wald sowieso, die 20% sind gesunder Wald. Die Warnstufe muss man aus heutiger Sicht meiner Meinung nach meistens sagen, ist überwiegend auch noch gesunder Wald. Unter den Bedingungen, die die letzten Jahre geherrscht haben für den Wald, ist es eine Leistung und spricht für die Vitalität der jeweiligen Bäume, die nur in die Warnstufe abgerutscht sind. Ja? Daher müsste man meiner Meinung nach, und da bin ich nicht alleine mit, eher sagen, dass 66% nee, 64% der Waldfläche auf einem zukunftsfähigen Niveau sich befinden. Der Rest, ja, um den muss man sich Sorgen machen. Ja? Gut, aber das kommt gleich noch im Detail. Der Anteil der deutlichen Kronenverlichtung hat sich seit 2022 von 35 auf 36% kaum verändert, ist also geringfügig schlechter geworden. Je höher der Wert, desto schlechter in diesem Fall. Eine ausgeprägte Fruktifikation wurde bei der Buche, Kiefer sowie der Klasse andere Laubbäume ermittelt. Das ist wichtig. Ausgeprägte Fruktifikation heißt, die Bäume haben besonders viel Samen produziert und deswegen wahrscheinlich weniger Blätter. Das heißt, der Kronenzustand ist bei manchen Baumarten deutlich abhängig von der Zahl ihrer Samen, weil sie dafür Energie brauchen, um die Samen zu produzieren und sich dann weniger um ihre Krone kümmern können. Bei anderen Baumarten scheint das aber kaum eine Rolle zu spielen. Das ist sehr spannend und wird auch im weiteren noch näher beleuchtet. Die Absterberate ist im Jahr 2023 leicht bei Kiefer, anderen Nadelbäumen, Buche und anderen Laubbäumen gestiegen. Bei der Eiche ist die Absterberate dagegen leicht gesunken. Das ist eine gute Nachricht. Bei der Fichte ging sie von vormals 4,4%, was abartig hoch ist, auf 1,2% zurück. Grund dafür ist die durch seit 2018 starke Trockenheit ausgelöste Massenvermehrung des Buchdruckers, dass die eben ihren Höhepunkt überschritten hat und somit weniger Fichten absterben. Vor allem unsere älteren Bäume über 60 Jahre sind von Kronenverlichtung betroffen, doch auch die jüngeren Buchen zeigen einen negativen, jüngeren Bäume, Entschuldigung, zeigen einen negativen Trend. Und da müssen wir uns auch nochmal intensiver mit beschäftigen, mit Letzterem. Ne? Also es ist deutschlandweit zumindest zu erwarten, dass die Buchdruckerepidemie, also der Fichtenborkenkäfer, so langsam wirklich abklingen wird, weil in vielen Regionen die Fichten zu knapp geworden sind, dass der sich noch Massen vermehren könnte. Ja, das ist der einzige Grund. Nicht, weil er jetzt besiegt wäre, sondern weil er keine Opfer mehr findet. Ja, also er hat sich sozusagen seine eigene Lebensgrundlage aufgefressen und stirbt jetzt aus, weil er
eben sein Ökosystem kaputt gemacht hat. Welcher andere Organismus ist denn auch auf dem Weg dahin? Fragen über Fragen. Ja, das ist leicht übertrieben. Erstens wird der Borkenkäfer nicht aussterben und zweitens wird es ihn weiter geben, aber also weiter auch als Problem geben. Aber der Zenit scheint da wirklich jetzt sehr überschritten zu sein. Einfach wegen dem geringeren Fichtenanteil vor allen Dingen. Ne? Davon abgesehen ist das extrem nasse Jahr, wie wir es bisher, seit die Daten hier erfasst worden sind, erleben, auch ein Faktor, dass wir dieses Jahr, also 2024, wahrscheinlich kaum Borkenkäferprobleme bekommen werden. Nicht, weil der Käfer nicht wasserdicht wäre, sondern weil die Bäume, insbesondere die Fichten, mit dem vielen Niederschlag jede Menge Harz produzieren können und sich sehr gut gegen den Käfer wehren können, sodass der eben keine Chance hat, im Baum hemmungslos zu fressen, ohne vertrieben zu werden, sozusagen. Ne? Gut, die Zusammenfassung, die sparen wir uns, weil wir sehen das gleich in der Grafik. Da müssen wir das jetzt nicht noch durchkauen. Wir haben ja eben den Einleitungstext schon gelesen und müssen jetzt einmal kurz auf das Aufnahme- und Bewertungsverfahren zu sprechen kommen, wie jedes Jahr. Ne? Der Aufnahmezeitraum von Mitte Juli bis Mitte August nehmen Fachleute der Länder auf systematisch über die gesamte Waldfläche Deutschland verteilten Stichprobenpunkten den Kronenzustand der Waldbäume auf. Beurteilungsmaßstab ist die Verlichtung der Baumkrone im Vergleich zu einem vollbelaubten bzw. benadelten Krone. Und die Abweichung von einer vollständigen Belaubung wird in 5% Stufen geschätzt. 0% Verlichtung bedeutet eine vollbelaubte Krone, 40% Verlichtung bedeutet gegenüber einer vollbelaubten Krone fehlen 40% der Blattmasse, beziehungsweise es sind nur 60% der normalerweise zu erwartenden Blattmasse vorhanden. Die Stichprobe schließt neu hinzugekommene Ersatzbäume und stehende tote Bäume, die noch feinreisig besitzen, mit ein. Das ist noch wichtig nachher. So, und wie läuft das im Detail ab? Das wird auch häufig kritisiert. Ich erkläre aber auch gleich, warum das nach wie vor gut ist. Gut, nicht perfekt. Und ja, es gäbe auch andere Möglichkeiten, aber irgendeinen Weg muss man sich letzten Endes für entscheiden und den dann auch möglichst konsequent beibehalten. Denn diese Ermittlung, ob der Baum jetzt 35 oder 40% verlichtet ist, findet so statt, dass die dafür zuständigen Leute, die das die geschult sind, die das teilweise seit 84 machen, stehen im Wald, gucken sich den Baum an. Je nachdem, wie weit er weg ist, auch mit Fernglas. In jedem Fall ist es nicht verkehrt, auch nochmal durchs Fernglas zu gucken und so weiter. Und haben Basiskärtchen dabei. Das heißt, es gibt für jede Baumart einen Satz Kärtchen. Und auf diesen Kärtchen ist die ideale Buche mit Vollbelaubung drauf. Danach die fast ideale Buche mit 95%. Danach die fast ideale Buche mit 90%. Danach die fast ideale Buche mit 85%. Und dann geht es immer so weiter. Und da sind immer mehrere Leute pro Bewertungstrupp und die halten quasi das Kärtchen hoch und gucken sich den Baum an und wägen ab, individuell, subjektiv, aber eben zu mehreren, wo dieser Baum jetzt am ehesten einzuordnen ist. Was kriegt der für einen Wert? So. Und die anderen machen das auch, und zwar unabhängig voneinander. Und dadurch gibt es von den meistens 3 bis 4 Leuten, die da in so einem Trupp unterwegs sind, soweit ich weiß, sind es 3 bis 4, nagelt mich da bitte nicht fest, das weiß ich nicht hundertprozentig. Da gibt es dann einen Durchschnittswert und der wird eingetragen. Und beim nächsten Baum macht man das wieder so. Und da die jeweiligen Leute geschult sind, das möglichst immer nach dem gleichen Prinzip anzuwenden und so wenig subjektiv wie möglich ihre Auswahl zu treffen und es dann noch durch 4 Leute gemittelwertet wird und wir letzten Endes ja auch durch die Vielzahl der untersuchten Bäume ohnehin eine enorm große Datenwolke bekommen, woraus wieder ein Mittelwert gebildet wird, hofft man, und das macht man wie gesagt seit 84, dass der Wert, der dabei rauskommt, letzten Endes signifikant ist. So, und wer jetzt andere empirische Wissenschaften, genau, die auf Empirik basieren, gewöhnt sind, weiß, dass signifikant innerhalb eines 95%-Intervalls, dass 95% der Werte durch die Methodik und nicht durch den Zufall zu erklären sind, gedeckelt ist. Und so gesehen muss man sagen, hier sehen wir die Standardabweichung. Ist der Waldzustandsbericht teilweise
Nicht so ganz signifikant. Ne? Also der Standardfehler ist, also mal abgesehen hier bei Gesamt, das passt. Ne? Das entspricht dem internationalen Standard für vernünftige Werte. Aber zum Beispiel bei anderen Nadelbäumen ist der Standardfehler eigentlich zu hoch, in Anführungszeichen. Ne? Und bei Laborwissenschaften und bei Labormesstechnik kann man immer meistens wirklich irgendwie den Standardfehler so stark runterkriegen, beziehungsweise den Konfidenzintervall so stark einklemmern, dass man irgendwie auf ein 98% Sicherheit, dass die Werte nicht auf Zufall basieren und so weiter und so fort, bekommt. Das ist aber in der praktischen Forstwissenschaft draußen in der Natur, die macht, was sie möchte, wo auch jede Menge Ausnahmen vorherrschen und das, was man im Lehrbuch findet, nicht unbedingt zwingend immer im Wald anzuwenden ist. Im Durchschnitt ja, im Durchschnitt stimmt's Lehrbuch, im Einzelfall gibt es halt Biologie, die Wissenschaft von der Ausnahme. Und daher sind diese Standardfehler, die hier eingezeichnet sind, ich hoffe, ihr wisst, wie man so eine Grafik liest, ansonsten glaubt mir einfach, es ist ausreichend genau für das, was es ist und für das, was es tut. Super toll ist es nicht. Eine moderne Methode mit nicht subjektiver Messtechnik, mit vielleicht auch noch mal einen engeren Gitternetz und von mir aus Drohnentechnik, Satellitentechnik oder sonst wie, würde, im Übrigen Satellitentechnik und Drohnentechnik ist noch nicht ausgereift genug, würde keine besseren Werte liefern, mit Sicherheit nicht, aber wir könnten mit mehr Aufwand, mit erheblich mehr Geldaufwand, mit erheblich mehr Personalaufwand, mit erheblich mehr Messen statt subjektivem Einschätzen hier validere Werte hinbekommen. Und hier oben steht es im Übrigen, ne, die Waldzustandserhebung ist eine Stichprobenerhebung auf einem systematischen Netz, je nach Bundesland verschieden dicht. In der Abbildung sind die in der Stichprobe ermittelten Anteile der deutlichen Kronenverlichtung Startstufe 2 bis 4 nur, übrigens Schadstufe 2 bis 4, ne? Also das ist nicht der Gesamtwert, Gesamtermittlungen. Auch die gesunden Bäume, die sind da gar nicht drin, weil bei denen ist relativ eindeutig, dass die gesund sind, da musst du nicht weiter groß drüber nachdenken. Als Säule der Standardfehler, als Intervallklammer dargestellt. Der Standardfehler ist ein Maß für die Genauigkeit, der wahre Wert liegt mit 68%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb der durch die Intervallklammern dargestellten Grenzen. Ja? So. Und wenn man das jetzt super, super, super signifikant haben möchte, dann müsste der wahre Wert im besten Fall eben 5% um die Höhe der grünen Säule herum schwanken. Ja? Und nicht mit 68%iger Wahrscheinlichkeit drin liegen, sondern mit 95%iger Wahrscheinlichkeit drin liegen. Und damit wäre das, wie gesagt, nach internationalem Standard nicht signifikant. So, hier jetzt noch eine kleine Anmerkung, weil ich Konfidenzintervall und Standardfehler hier so ein bisschen, beziehungsweise Standardabweichung, ein bisschen zu sehr zusammenschmeiße. Das ist schon nicht ganz korrekt. Wer Mathematik mag und aus dem Scheiß hier gerade schlau wird, den ihr hier eingeblendet seht, der mag da jetzt eventuell die Zehennägel rümpfen und das ganz, ganz schlimm finden. Für mich ist einfach wichtig, dass es in der Praxis ungefähr stimmt, was ich hier sage, beziehungsweise die Bedeutung dessen, was ich hier sage, in etwa stimmt. Ich bin kein besonders guter Mathematiker. Ich habe den ganzen Quatsch, den ihr hier seht, mal tatsächlich lernen müssen. Ich meine es zumindest so weit verstanden zu haben, dass es gereicht hat, um die dazugehörige Prüfung irgendwie zu verstehen. Und ich habe es inzwischen völlig wieder vergessen. Weil man jemanden kennt, der sowas tatsächlich berechnen kann und man es in der Praxis nicht wirklich selber machen muss. Oder man hat einen schönen Computer, der das auch ausrechnen kann, indem man ihm ein paar Zahlen eingibt und dann spuckt das Ergebnis aus und dann weiß man, was Sache ist und so weiter und so fort. Ja? Daher, was wir wissen müssen, ist, die Zahlen sind ein bisschen ungenau. Ja? Da ist eine gewisse Schwankung in jedem Fall immer drin. Und es ist nicht ganz so toll, wie wenn man einen Versuch beliebig hoher Zahl zum Beispiel im Labor wiederholen kann oder eine Simulation einfach 7000 Mal fahren lassen kann und es im Grunde kein großes Problem ist, valide Zahlen zu bekommen, weil es eben einfach zu ermittelnde Daten in Anführungszeichen sind. Und das ist im Wald eigentlich nie der Fall. Und wir haben bei forstwissenschaftlichen Zahlen- und Datenerhebungen eigentlich selten so richtig, richtig gute Standardfehler oder so einen richtig, richtig schönen engen Konfidenzintervall.
Und darauf wollte ich einfach nur ein bisschen eingegangen sein. Das ist also alles im normalen Rahmen dessen, wie das halt eben nun mal funktioniert. Und besser hat es bisher noch nie jemand hinbekommen. Das heißt, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. So, ich hoffe, das war nur noch mal zum Ste Verständnis ein bisschen hilfreich. Ja? Also, wenn ihr, wie gesagt, gerne euch über die mathematischen Details aufregen wollt, dann bitte nur zu, ist euer gutes Recht. Es ist auch nicht 100% korrekt von mir dargestellt, aber ja, ich glaube, es hilft fürs tiefere Verständnis, aber auch nicht wirklich weiter. So, zurück zum Ben vor Ort. Nur damit wir das gesagt haben, ja. Aber es ist die beste Wahlzustandserhebung, die wir haben. In absehbarer Zeit werden wir keine bessere bekommen. Und es gibt auch eben, wie gesagt, den großen Vorteil, das weiterhin so zu machen, weil man es seit 84 so macht und die Daten von 84 und Folgejahren eben damit 1 zu 1 mit heute vergleichbar sind. Und das ist toll, weil dadurch sieht man wirklich absolut eindeutig und idiotensicher, dass sich der Wahlzustand eben seit 1984 ein bisschen verbessert, verbessert, verbessert und in den Keller gegangen ist. Ja. Wie gesagt, man könnte das mit dem Laserscanner, mit sonstiger Scantechnik und so weiter, mit schlichten, simplen Messmethoden, die die Forstwissenschaft seit 200 Jahren kennt, könnte man das alles potenziell noch ein bisschen genauer ermitteln. Wäre aber viel teurer, würde viel länger dauern, machen wir alle 10 Jahre. Also es gibt eine Ermittlung mit genaueren Messmethoden, die nennt sich Bundeswaldinventur, hat gerade stattgefunden, wird gerade ausgewertet, kommt hoffentlich August, September die Ergebnisse raus und dann werde ich euch zuscheißen, Entschuldigung, mit Zahlen, Daten, Fakten zum Wald und ich freue mich tierisch drauf und giere nach den Daten. Ich giere wirklich danach, weil es ist überfällig. Wir müssen dringend wissen, wie es dem Wald aktuell geht. Und das kriegen wir dann, wie gesagt, in ein paar Monaten präsentiert. So, außerdem Kritikpunkt am alten System ist eben, dass die Schadstufen unterschiedlich groß sind. Ne? Für Schadstufe 0, also dem Baum geht's gut, sind 10% vorgesehen. Für Schadstufe 1, die berühmte Warnstufe, sind schon 14% vorgesehen. Für Stufe 2 sind es dann 26 bis 60, also 34%. Stufe 3 sind fast 30%. Und Stufe 4 sind nur die 100%. Und dadurch sind die einzelnen Stufen eben schlicht und ergreifend allein dadurch, dass sie eine ganz andere Definition haben und jeweils ganz andere Mengen von rein bei der Normalverteilung, ne, Gaußsche Glockenkurve, würde das niemals aufgehen. Und das ergibt alles wenig Sinn auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick auch. Und deswegen hat man sich heutzutage, man muss das zwar noch so machen, weil es im Gesetz steht, in diese Kategorien einteilen. Und häufig wird das eben auch im Vorwort vom jeweiligen Landeswaldminister oder eben vom Herrn Özdemir entsprechend im Vorwort auch so in diese Kategorien eingeteilt. Macht aber nur für manche Aussagen wirklich Sinn. Besser ist, wirklich die Prozente einzeln anzugeben, ohne diese olle Einteilung. Das ist jetzt gesund, das ist jetzt nicht gesund, sondern du sagst, es sind 26%. Buff, 26% sind 26%, ohne dass man jetzt sagt, das ist jetzt in der Stufe 2, ja, weil es eigentlich nicht mehr in Stufe 1, fast nicht mehr in Stufe 1 ist. Und Stufe 2 von 26 bis 60 geht. Stufe 2 kann also auch 59 sein. 59 ist scheiße, 26 ist noch völlig in Ordnung. Beides ist Stufe 2. Das ist also viel zu unaufgelöst, viel zu gering aufgelöst und daher, das ist einfach antiquiert. Ja. Hielt man damals für eine gute Idee. Jetzt möchte ich diejenigen, die hier vielleicht sogar zuschauen und 1984 damit irgendwas zu tun hatten, wirklich nicht vor den Kopf stoßen. Selbstverständlich war das damals revolutionär und es war eine gute Idee, diese Waldzustandserhebung, damals noch Waldschadenserhebung oder Waldschadensbericht, einzuführen. Absolut gute Idee. Hilft uns heute sehr, sehr weiter. Und das ist ein Schönheitsfehler. Das tut eigentlich nichts zur Sache. Weil man kann die Einteilung ja auch einfach weglassen. So, Berechnung der Ergebnisse. Das gibt bundesweit 16 mal 16 Kilometer Netz, ja, wo die Stichproben entsprechend erhoben werden. Einzelne Bundesländer haben ein dichteres Netz.
Es gibt auch teilweise ein 4x4 Kilometer Netz. Die haben dann bessere Daten, aber das 16x16 ist halt das Minimum und deswegen macht es Sinn, mit dem Minimum zu arbeiten und verbundesweit eben das 16x16 anzunehmen. Und das sind Probebäume auf 402 Probepunkten. Und Erhebung werden 38 Baumarten erfasst. Es erfallen rund 80% der Bäume auf die vier Hauptbaumarten, die wir im Näheren besprechen werden: Fichte, Kiefer, Buche und Eiche, Stiel- und Traubeneiche gemeinsam. Das macht auch Sinn, die unterscheiden sich nicht groß. Alle übrigen Baumarten werden für die statistische Auswertung zu den Gruppen andere Nadelbäume oder andere Laubbäume zusammengefasst. Das kann manchmal ein bisschen problematisch sein, wenn man insbesondere einen speziellen Baum hat, der mal schief aus der Reihe fällt, wie zum Beispiel die Esche. Bei anderen Laubbäumen ist die Esche drin. Der Esche geht es viel schlechter als allem anderen. Die Esche zieht daher den Gesamtzustand der anderen Laubbäume massiv runter, obwohl der durchschnittsandere Laubbaum erheblich besser dastehen dürfte, also als der Wert, der insgesamt jetzt in der Statistik steht, weil die Esche da massiv die Statistik kaputt macht. Ja, aber irgendwie muss man es lösen und wenn man das weiß, dann kriegt man das auch hin. Das wisst ihr jetzt natürlich nicht, aber dafür habt ihr ja mich, ja, dass ich das hier ein bisschen einordne. So, und rund 73 der Prozent der aufgenommenen Bäume sind älter als 60 Jahre. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. So ein Baum wird ja auch schnell mal älter als 60 Jahre. Und das ist trotzdem wichtig, weil wir müssen unterteilen. Das wird ja auch wunderbar gemacht. Übrigens, der Bericht ist sehr gut gemacht. Also, ich will jetzt bestimmt nicht das Ministerium loben. Das hat das Ministerium nicht nötig. Aber. Und im Übrigen auch selten verdient, Grund aus Prinzip nicht. Ministerien lobt man nicht. Aber grundsätzlich ist das schon ein sehr, sehr guter Bericht. Ich kann ja die Leute, die ihn geschrieben haben, lobend sozusagen erwähnen. Nicht, dass die Wert auf mein Lob Wert legen. Die sind qualifizierter als ich. Daher ist das ein bisschen lächerlich. Aber egal, ist jedenfalls ein guter Bericht. So, und so schaut dann halt eben der Wald in, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, große Teile davon, Hessen, große Teile davon, Rheinland-Pfalz, wo es noch Fichte gab, große Teile davon oder im Harz durchaus auch mal so aus. Man kann das aufräumen, man muss das nicht aufräumen. Das ist durchaus auch was, was viel diskutiert wird. Wenn du es nicht aufräumst, dann kannst du die nächsten 30 Jahre in den Wald, na, sagen wir mal, die nächsten 20 Jahre in den Wald nicht reingehen, weil es lebensgefährlich wäre. Und selbst wenn die Bäume dann irgendwann mal alle umgefallen sind, was durchaus 20 Jahre und länger dauern kann. Es gibt Beispiele aus Nationalparken oder sehr, sehr alten Naturschutzgebieten, wo die Teile sehr, sehr lange in diesem Zustand noch rumstehen und immer noch nicht umgefallen sind. Zum Beispiel bei uns aus dem Schwarzwald. Wir haben den Bannwald-Wilder See, der ist inzwischen in den Nationalpark integriert und der ist seit 120 Jahren Pi mal Daumen aus der Nutzung genommen. Teilweise stehen da Fichten rum, die sind seit 20, 30 Jahren tot und die sind halt immer noch nicht umgefallen. Und zwar ganze Bestände. Und wenn man da reindackeln würde, was man wegen Nationalpark nicht darf, wäre das absolut lebensgefährlich. Da kannst du drin forstlich nichts machen. Willst du den Nationalpark auch nicht. Auf so einer Fläche hingegen würdest du es vielleicht schon wollen. Daher ist das immer so ein Thema. Das Zeug stehen zu lassen bedeutet, kurzfristig quasi einen Nationalpark zu gründen. Einen kurzfristigen. Ja, der wird dann hinterher oder trotzdem eingegriffen. Aber ja, sehr umstritten. Sehr umstritten. Müssen wir aber jetzt nicht allzu sehr ausführen, sonst sitzen wir nämlich trotzdem morgen noch hier. Was wir sowieso machen. Gut, das ist das Ding, um das es geht. Das ist die zentrale Leitgrafik, der Waldzustand sozusagen über alle Baumarten verteilt, beziehungsweise der Waldkronenzustand in den aktuellen Werten. Das sind jeweils hier die farbigen Säulen und die haben einen Schatten. Der Schatten ist der Flächenanteil im Vorjahr. Das bedeutet, wenn wir uns die allerlinkeste Säule jetzt angucken, die 0%, die Bäume mit richtig toller Krone, die haben zugenommen auf 3,4%. Der Schatten ist ein bisschen kleiner, das heißt, das wird so irgendwie 0,3% Zunahme gewesen sein. Die 5% Bäume haben auch etwas zugenommen. Dafür haben die 10% Bäume etwas abgenommen, ordentlich abgenommen sogar. Und jetzt ist die Frage, wo sind die hin? Das kann man unmöglich ermitteln, aber das wäre immer eine sehr spannende Frage. Sind bei den 10% Bäumen weniger da, weil die Zahl der 0 und der 5% Bäume zugenommen hat? Oder sind die 10% Bäume nach unten abgerutscht und zu den 15% Bäumen dazugekommen? Was nicht sein kann, weil die Zahl der 15% Bäume auch abgenommen
genommen hat. Da könnte man vermuten, sie sind vielleicht zu den 15%, Quatsch, zu den 20% Bäumen gerutscht oder noch schlimmer irgendwo in den roten Bereich oder halt eben tatsächlich zu dem grünen, zu den besseren Grünen, wir wissen es nicht. Ne? Jedenfalls ist das ganze Ding so, wie man es hier sieht, jedes Jahr viel weniger dramatisch als die Aussage, die der jeweils zuständige Politiker auf Landes- oder Bundesebene, völlig egal, mit seinem 4 von 5 Bäumen sind krank tätigt. Ja, weil das absolute Verteilungsmuster der Kurve, der absolute Schwerpunkt liegt im gelben Bereich, in der Warnstufe. Und die Warnstufe ist bei 15, 20, 25% noch im Grunde so, dass der Baum alle Optionen hat. Ja, ein Baum mit 25%, selbst mit 25%, mit weniger sowieso, Nadelhauptverlust, kann sich innerhalb von 2, 3 Jahren vollständig regenerieren. Er kann innerhalb von 2, 3 Jahren vollständig absterben. Das geht sowieso immer. Ne? Von egal welchem Kronenzustand. Tod ist immer möglich. Wenn was lebt, kann es immer sterben. Ne? Das ist jetzt keine große Überraschung und nichts, was man mich unbedingt zitieren müsste. Jedenfalls ist der Durchschnittswert immer noch in Ordnung. Der Walddurchschnittsbaum, also der häufigste, flächenmäßig am häufigsten vorkommende, 20% geschädigte Baum ist tatsächlich der, der am öftesten, am häufigsten, am flächenmäßig häufigsten in unserem Wald rumsteht mit 15,4% des Flächenanteils. Muss man sich um den Sorgen machen? Ich würde sagen, erstmal nicht. Langfristig, vielleicht ein bisschen. Wobei wir uns streiten müssen, ist super ultra gesund sein und mit der Krise offensichtlich überhaupt keine Probleme haben, wirklich positiv. In vielen Fällen sicherlich schon. Der Baum weiß, wie der Hase läuft und ist perfekt angepasst an seinen Standort, also die 3,4% 0% Bäume, ne? Also die nicht geschädigten Bäume. Aber es kann natürlich auch sein, dass die einfach gar nicht, dass das quasi die ewig gestrigen sind oder ein kleiner Anteil von ihnen sind die ewig gestrigen. Die haben noch gar nicht gemerkt, dass es ein Problem gibt, haben noch nicht beschlossen, gegen dieses Problem irgendwelche Anpassungen durchzuführen und leben so lange weiter im Saus und Braus und hauen Wasser raus, bis es eines Tages an ihrem Standort dann halt doch alle ist und sterben dann schlagartig ab. Das wäre potenziell auch möglich und mit Sicherheit gibt es einzelne Exemplare, bei denen das so läuft. Und unter anderem wegen solchen Überlegungen und da die Strategien zum Überleben von Waldbäumen außerordentlich vielfältig, auch auf Artebene außerordentlich vielfältig ausfallen können, ist das saumäßig schwierig, hier eben vernünftige Prognosen, die Zukunft betreffen, abzugeben. Die sind besonders schwierig, die Zukunft betreffen. Ganz alter Statistikerwitz. Ja, gehen wir mal ins Rote. Im Roten stellen wir fest, dass der mit Abstand häufigste Baum im Roten, die nur 30% Kronenverlichtung sind. 30% ist zwar rot, aber fast schon noch gelb. Und auch tatsächlich ist eine 30% Kronenverlichtung und auch eine 35% Kronenverlichtung noch überhaupt kein Todesurteil. Gefährlich beginnt so bei 45, 50, spätestens bei 60% zu werden. Und dankenswerterweise sind die Werte ab 60% schön gering. So, und wenn wir jetzt eben diese Kurve hier mit der vom letzten Jahr vergleichen, was wir ganz einfach tun können, indem wir uns den Schatten angucken, dann stellen wir fest, dass wir ja netto kaum eine Veränderung haben. Wir haben etwas weniger 100% Bäume, es ist also weniger totes Zeug mit Feinreisig im Walde anzutreffen, also frisch gestorben, so relativ frisch gestorben. Es ist aber eben, und es ist ein bisschen mehr richtig, richtig super gesundes Zeug, aber ein bisschen weniger fast super gesundes Zeug anzutreffen und alles andere bleibt plus minus so ungefähr gleich. Also das hat unser Minister da relativ korrekt eingeordnet, dass es im Mittel etwa gleich geblieben ist. So, ist das jetzt eine gute Nachricht, ist das eine schlechte Nachricht? Erstmal könnte man ja sagen, naja, wenigstens nicht schlechter, ist doch gut. Leider war aber 2023 eben insgesamt ein ganz gutes Jahr und es gibt keinen Grund, weshalb 2023 weiterhin so einen schlechten Zustand haben sollte, wenn man dann nicht weiß, dass das Jahr 2022 eher mies gewesen ist. Und in 2022 hat man erstaunlich wenig davon gesehen, dass es mies gewesen ist. Das heißt, die Werte waren für den heißen Sommer, den wir 2022 nochmal hatten, erstaunlich gut. Ja?
Und jetzt ist es grundsätzlich immer so bisher gewesen, dass Schäden am Wald nicht in dem Jahr sichtbar werden, in dem das Klimaextrem, insbesondere bei Klimaextrem, bei Sturm ist es natürlich anders. Der schmeißt den Baum jetzt um und dann liegt er da und dann sieht man es auch gleich, klar. Aber bei Dürre, insbesondere auch bei Frostschäden und solchen Sachen, das dauert ein bisschen, bis die Schäden sichtbar werden und die Schäden von 22 kriegen wir 23 zu sehen. Die Schäden von 18 haben wir 19 zu sehen bekommen. 20 war es teilweise noch schlimmer, weil wir dann die Schäden von 18 und 19 zusammen in 20 zu sehen bekommen haben und 20 selber auch nicht doll war. Jetzt war 21 dann ganz gut, hat verhindert, dass Schlimmeres passiert ist. 22 wieder Kacke, 23 ziemlich ordentlich, meistens, aber auch nicht überall. Und dazu kommt man noch, was im Detail eben hier durchaus für Besorgnis sorgen kann. Und 24 ist jetzt bisher bundesweit eigentlich tipptopp. Für den Wald, ne? Nicht für eure Garagen, Keller und was sonst noch unter Wasser steht. Aber für den Wald, da möchte ich mich auch, ne? Das ist ein schwerer Schicksalsschlag, selbstverständlich, wenn man da Wasserschäden hat. Aber ja, ob jetzt nun, letzten Endes ist es für den Wald egal, ob euer Keller unter Wasser steht. Und wenn euer Keller unter Wasser steht und der Wald kaputt ist, dann sind zwei Sachen schlecht. Wenn nur euer Keller unter Wasser steht, dann ist wenigstens nur eine Sache schlecht. Und nur weil es euch schlecht geht, muss es dem Wald ja nicht auch schlecht gehen. Ich hoffe, diese geistige Größe besitzen diejenigen, die einen Wasserschaden haben und sich jetzt bei mir beschweren wollen, weil der Wald nicht wichtiger ist als ihr Keller. So, das hier ist die traditionelle Darstellung. Die ist so traditionell, dass es die seit 84 gibt. Und ja, die ist scheiße, weil die eben nur die drei Farben zeigt, in Gleichverteilung, ne, also gleichwertig sozusagen die drei Farben mehr oder weniger darstellt, ohne zu sagen, oder beziehungsweise fast ohne, ne, also. Hier sind insgesamt schon 20% im Grünen. Das sieht man hier auch. Aber du siehst nur schwierig, ob die jetzt eben, wie viel davon wo ist, ne? Ob das jetzt 0, 10 oder 20% sind, die Bäume, jeweiligen Einzelbäume. Hier entlang dieses Balkens, das ist nur sehr schwer zu erkennen. Und dann weiß man, gelb sind insgesamt 44%, über eben 20 bis 60% hinweg ist gelb. 20 bis 64, sowas um den Dreh. Und dann halt eben der rote und so weiter. Aber ich finde das viel weniger schön dargestellt als dieses wunderbare Balkendiagramm hier oben, wo du ganz klar erkennen kannst, ja, es gibt einen großen roten Bereich, es gibt einen langen roten Bereich, in dem sind aber nur sehr wenige Bäume vertreten. Und das sieht hier in der Grafik ganz anders aus. Insgesamt sind schon 36. Aber mal ehrlich, das hier sieht doch viel dramatischer aus und auch nur 44 im gelben Bereich, ohne dass man hier gleich auf einen Blick sieht, dass der gelbe Bereich gar nicht so schlimm ist. Ja, und dass der rote Bereich, das sind zwar insgesamt viele, aber die verteilen, davon sind nur ganz wenige hier im quasi dem Tode geweiht Bereich und die allermeisten ganz nah an gelb mit durchaus noch Zukunftschancen. Ja, darum die obere Darstellung erheblich besser. Nichtsdestotrotz können wir hier festhalten, wir haben seit es die Waldzustandserhebung gibt mit 20% den All-Time-Low der gesunden Bäume per Definition. Ja, gesunden Bäume. Niemals waren bei uns im Wald so wenig richtig gesunde Bäume rumgestanden wie 2023. Boah, das muss man erstmal sacken lassen, wie ich finde. Die gute Nachricht, wenn wir uns hier zum Beispiel 2020 angucken, da hatten wir noch mal etwas mehr im roten Bereich. Da sah es also insgesamt deutlich mieser aus, weil der rote Bereich, gut, da ist auch nur 1% höher als jetzt, ne, jetzt. Aber ja, dafür hatten wir 21% im grünen Bereich. Daher kann man über die letzten Jahre im Grunde mehr oder weniger sagen, dass sich die Unterschiede sehr in Grenzen halten, zumal wenn man sich nur diese Grafik anschaut. Und für den mehrjährigen Vergleich ist diese Grafik dann schon gar nicht so schlecht. Und wenn wir uns mal angucken, was 84 los war, da hatten wir 44% grüner Bereich, 33% gelber Bereich, also auch noch voll in Ordnung. Und gerade mal 23% der Waldfläche waren irgendwo im Roten. Und auch da darf man von ausgehen, dass die meisten der Roten nicht tot, sondern nah am Gelben gewesen sind.
Also, das waren auch ganz andere Zeiten. Die Schwefel bzw. die Schäden durch den sauren Regen, die haben dann so hier Anfang der 90er, Mitte der 90er begonnen reinzuklöppeln. Da ist das hier weniger geworden, das hier ein bisschen zugenommen. Da hat man schon die Rauchgasentschwefelung gemacht und dann ging es eigentlich bis 2003. Das war ein Rekordhitzesommer, deswegen bis 2004 hier auch wieder so scheiße, ne? Ging es da einigermaßen konstant langsam bergauf. Nachdem 2003 dann überstanden war und die Folgen, ging es auch wieder bergauf. Daran ist unter anderem, können wir ziemlich sicher sagen, tatsächlich die Verlängerung der Vegetationsperiode und ein Stück weit, wichtiger ist die Verlängerung der Vegetationsperiode, aber ein kleines bisschen auch die CO2-Düngung, dadurch, dass CO2 ja nun mal der Stoff ist, aus dem Zellulose gemacht wird und der Hauptstoff, aus dem Zellulose gemacht wird, sorgt das potenziell für schnelleres Waldwachstum, zusammen mit der Vegetationsperiodenverlängerung. Also früher ging die mal von, weiß ich nicht, Mitte April bis Dezember. Heute geht sie Februar bis gefühlt Januar, ja, je nach Jahr. Und je nach Region und je nach Baumart, weil die Laubbäume schmeißen die Laub trotzdem ab, egal wie mild der Winter ist. Die Nadelbäume können in milden Wintern einfach weiter wachsen. Daher muss man das ein bisschen differenzieren. Ja, 2017 war irgendwie alles gut und seitdem, blub, ne? Also 18 hat kaum Spuren hinterlassen, wenn man bedenkt, wie scheiße 18 eigentlich war. Und dafür hat dann 19 und 20 eben deutlich reingehauen. Das sehen wir bis heute, insbesondere da eben 22 auch nochmal ein mieses Jahr gewesen ist. So, Bild. Nadelbäume. Im konkreten Fall sehen wir hier das Verderben der Fichte. Das ist diese Kurve hier, die ist, was ihre Kronenverlichtung angeht, durch die Decke geschossen. Damit zusammen mit der Kronenverlichtung ist auch die Absterberate, das sehen wir gleich, enorm angestiegen. Und wir haben bei den anderen Nadelbäumen, andere Nadelbäume sind Douglasie und Tanne mengenmäßig sehr wichtig, dann kommt die Lärche und dann kommt tatsächlich alles andere. Nichts von den anderen Sachen ist dann auch nennenswert häufig. Und da ist unter anderem die Douglasie durchaus dafür verantwortlich, dass es hier so sehr stark hochging, leider auch die Tanne dafür verantwortlich, dass es hier so stark hochging. Die anderen Nadelbäume, zum Teil sehen die auch verboten aus, sind aber flächenmäßig so irrelevant, dass sie hier wenig drin sein dürften. Wenig, ein bisschen schon, ne? Und die haben sich seitdem eigentlich ein bisschen verbessert, bis im letzten Jahr eben ein kleines bisschen schlechter geworden. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, für die anderen Nadelbäume scheint die große Katastrophe langsam vorbei zu sein. Wenn jetzt halt hier nicht das da wäre, aber das ist zu erklären damit, dass 22 eben ein mieses Jahr ist und wir in 22 selber davon nichts gesehen haben, in 23 jetzt aber die Nachwirkung kommt. Auch wenn das völlig andersrum verläuft bei der Kiefer. Das könnte daran liegen, dass die Kiefer, die ist ja auch hier sehr stark angestiegen, eben in ihrem Kronenverlust, eine noch nie dagewesene Dürre, auch für die Kiefer nicht, erlebt hat. Immer schlimmer wurde und sie jetzt vielleicht, das wissen wir nicht, das werden wir nächstes Jahr erfahren, sich wieder erholt, weil sie sich auf ihre Tugenden besinnt. Ja, da reden wir nachher noch bei der Kiefer detailliert drüber. Denn erstmal zur Fichte. So schaut es hier bei der Fichte aus und wichtig ist vor allem hier hinten dieser Bereich, ups, ich kann immer noch keine Kästchen aufziehen, dass der Schatten eben enorm nachgelassen hat, beziehungsweise der farbige Balken im Vergleich zu seinem Schatten richtig schön runtergegangen ist. Das heißt, wir haben dieses letztes Jahr wirklich kaum, was heißt kaum noch, schon noch eine massive Zunahme an toten Fichten, aber deutlich weniger als im Vorjahr. Und allerdings muss man auch sagen, ja, gesunde Fichten, also die ganz gesunden haben wieder ein kleines bisschen zugenommen, weil sich ein paar Fichten an besonders tollen Standorten regeneriert haben. Die Fichte ist ja ein toller Baum. Die ist wunderbar hoch anpassungsfähig und ökologisch außerordentlich wertvoll, wenn sie am richtigen Ort steht. Das predige ich auch schon seit Jahren. Daher ist es durchaus zu erwarten gewesen, dass sich ein paar Fichten regenerieren und hier in den 0%-Bereich einwachsen. Allerdings eben diese starke Abnahme in den anderen beiden, wahrscheinlich hier irgendwo ins Gelbe drin, weil so viel hat 0% nicht zugenommen. Ja, das ist schade, weil bisher war es so von meinem Eindruck so, die Fichten, die noch stehen, also jetzt auch 22
Oder eben meine Beobachtungen in 23. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Und die Statistik sagt, dass ich mich da wohl, jetzt nicht phänomenal, aber doch ein bisschen geirrt habe. Es sei denn, ich bin halt zufällig immer in diesen grünen Bereich Fichtenwäldern rumgerannt. Die sind unter anderem im Schwarzwald. Daher kann das schon sein, dass ich wirklich viel in den grünen Bereich Fichtenwäldern rumgerannt bin. Da wohne ich schließlich, ne? Aber ja, also klar, das ist nur gelb, aber das ist insgesamt sind das fast 45%, ja nicht ganz, aber 40%. Und wenn dann noch 12,6% hier im Schwachroten und so weiter dazukommen, ja, dann ist der Gesamtzustand der Fichte halt nach wie vor besorgniserregend, unabhängig davon, dass sie, die noch nicht tot sind, ne? Weil die schon länger tot sind, die sind inzwischen schon gar nicht mehr in der Statistik drin. Die rausgefällt wurden, weil sie gefällt werden mussten, um die Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen, die sind in der Statistik auch schon nicht mehr drin. Das ist der Rest, ja? Das ist die Restpopulation. Das heißt, die Best-of-Fichten, die in der Lage waren, noch nicht gestorben zu sein in 18, 19, 20, 22, also in den Folgen der jeweiligen Jahre. Dieses Best-of-Sortiment sozusagen sieht trotzdem so scheiße aus. Es gab nämlich zwischendrin auch mal so ein bisschen in der Statistik den Moment, dass die Fichte erstaunlich gute Kronenverlichtungswerte hatte, eben weil sie dadurch, dass sie entweder überlebt hat und dann nur die Fittesten überlebt haben, die immer noch ganz gut aussahen oder tot war, eben es einmal hier eben Material gab und dann hier einen gigantischen Balken. Und so gesehen normalisiert sich das langsam ein wenig. Trotzdem muss man sich über die Überlebenden ein wenig Sorgen machen. Die Überlebenden hier in diesem Bereich, die werden wir wahrscheinlich noch verlieren. Die hier sowieso. Und die hier sind ja schon, ne? Also 95 oder 100% ist scheißegal. Das regeneriert sich nicht mehr. Auch 90%, das regeneriert sich nicht mehr. Also da müssen wir, also vielleicht eine von 10.000, die das schafft. Also das können wir abstreichen, ne? Ja, das kann man dann, muss man, wie gesagt, gesetzlich vorgeschrieben, auch so darstellen. Da sehen wir also schön, der Peak war 2021, wo sich dann eben die 18 noch halbwegs normal, 19 ging es los, 21 wurde schlimmer, 22 die Spätfolgen, seitdem, naja, ganz so schlimm nicht mehr, aber die Gesunden sind quasi alle irgendwo ins Gelbe oder ins leichte Rote gerutscht. Und dazu kommt, was hier eben gar nicht drin steht, eben die vielen, vielen, vielen toten Fichten, auf deren Flächen jetzt bestenfalls irgendwas wächst, schlimmstenfalls gar nichts. Allerbestenfalls sogar schon wieder ein junger, neuer Wald. Das gibt es teilweise auch, ne? Also möchte ich jetzt nicht so tun, als gäbe es das gar nicht. Ja, bei der Kiefer haben wir tatsächlich den Gewinner dieses Jahres. Das liegt vor allen Dingen hier in diesem Bereich. Guckt mal, der Schatten ist da ganz unten. Und jetzt sind wir hier bei 8, also bei so circa 3% und jetzt sind wir wieder bei 8,4. Und auch bei den 10% Bäumchen, die waren bei 8, sind jetzt bei 13,1. Entsprechend abgenommen hat hier da und da. Und dieses ganze Zeug, was hier abgenommen hat, das ist mehr oder weniger hier reingeflossen. Und wir haben also eine gigantische, muss man fast schon sagen, wirklich bemerkenswerte Regenerationswelle bei der Kiefer. Die ist der Gewinnerbaum diesen Jahres, beziehungsweise letzten Jahres, wird auch dieses Jahr bestimmt weitermachen mit dem Siegeszug sozusagen. Denn die Kiefer ist unter unseren vier Hauptbaumarten die Ausnahme, weil sie ist ein Pionier. Ich habe das mal lang und breit immer mal wieder erklärt, was ein Pionierbaum ist. Grob gesagt, besiedelt neues Land, das macht ein Pionier so. Ist sehr anpassungsfähig, braucht enorme Mengen an Licht, wird dafür nicht sehr alt, ist ein bisschen empfindlich, wenn sich an den Bedingungen, mit denen sie gesiedelt hat, was ändert. Das sind so grundlegende Dinge für Pioniere, kann aber grundsätzlich, wenn sich die Veränderung nicht allzu schnell etabliert oder bald wieder zum Normalzustand zurückkehrt, kann die Kiefer grundsätzlich enorme Dürre überstehen. Sie braucht eigentlich sehr wenig Wasser und ist potenziell wirklich eine unserer dürreverträglichsten Baumarten, wenn sich das langsam aufbaut und nicht so schlagartig kommt.
Und als Pionier hat man auch grundsätzlich immer gute Regenerationseigenschaften. Man passt sich schneller an. Man ist insgesamt auf einen in allem schnellerer Baum. Schneller ankommen, schneller wachsen, schneller reproduzieren, also Samen produzieren, schnellere Anpassung etc. pp. Immer mit den Kosten, dass man nicht so alt wird. Live fast, die young, make pretty corpses. Und der Tatsache, dass sie das eben auch durch einen enormen Lichtbedarf bezahlt. Ein bisschen in den Schatten gestellt und die Kiefer geht ein. Im vollen Licht mehr oder weniger wächst sie ganz okay. Okay genug, dass sie eine wirtschaftlich bedeutende immer noch, wird sie auch eine lange Zeit jetzt noch bleiben. Und es sieht so aus, als würde sich das auch auszahlen, dass man sie noch nicht aufgegeben hat, weil sie sich jetzt so regeneriert. Bedeutende Wirtschaftsbaumart, guter Holzlieferant, insbesondere für Nordost und ja, so Nordmittel Deutschland. Ja? Da ist ohne Kiefer Forstwirtschaft sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich sage nicht unmöglich, aber in nächster Zeit werden wir die Kiefer auf jeden Fall unbedingt noch brauchen. Dass sie sich jetzt also so stark regeneriert, wie hier zu sehen, ist eine enorm gute Nachricht und eine große Erleichterung wirtschaftlich gesehen, insbesondere eben für alle Forstwirtschaft Betreibende in Nordosten, mehr oder weniger. Und auch sonstige Gebiete, wo viel Kiefer vorkommt. Wobei man sagen muss, die große Regeneration liegt auch im Nordosten. Also Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die großen Kieferngebiete, der Sandkasten, Mecklenburg-Vorpommern selbstverständlich, der Sandkasten Deutschlands sozusagen in dieser Region, da haben wir die große Regeneration. Und dadurch, dass die Kiefer da auch so einen großen Teil der Waldfläche ausmacht, sehen die Waldzustandsberichte von zum Beispiel Meckpomm oder Brandenburg insgesamt recht positiv aus. Das muss man nun mal am Rande auch mal erwähnt haben. Das war, als ich angefangen habe, überhaupt die Waldzustandsberichte zu besprechen, war Sachsen und angrenzende Bundesländer so ein bisschen das zentrale Sorgenkind, weil der die Dürre am stärksten reingehauen hat. Aber da sind die Bäume auch am ehesten gewöhnt, dass mal eine Dürre richtig reinhaut. Und damit haben sie offensichtlich aus der Vergangenheit, der vergangenen Dürren, die sie schon kannten, gelernt, dass man rechtzeitig runterfährt sozusagen, rechtzeitig Kronenverluste, rechtzeitig Biomasseverluste in Kauf nimmt, um zu überleben, um sich dann zu regenerieren, wenn es so aussieht, als sei diese Dürrephase, die wir schon 23 Mal hatten, die wir kennen, das ist nur schlimmer als sonst und aber mehr vom Gleichen, so in etwa, um damit jetzt vielleicht in die Regenerationsphase zu starten. Das war spekulativ. Ja, ich weiß nicht, wie es mit der Kiefer weitergeht. Das ist meine Hoffnung, das ist meine Vermutung. Ob ich damit recht habe, habe ich keine Ahnung. Ja? Und natürlich kann ich das nicht wirklich professionell vorhersagen und so weiter. Aber es würde ins Bild passen, dass hier der Pionierbaumcharakter der Kiefer wirklich stark durchkommt und dass vielleicht eben die Erklärung für diese herausragende Regenerationsleistung, das ist wirklich bemerkenswert, dass das damit zu erklären ist. Insbesondere für einen Nadelbaum. Weil ein Nadelbaum schmeißt ja nicht seine Nadeln ab und hat im nächsten Jahr einfach nochmal viel mehr. Das geht schnell. Ein Laubbaum kann seine Belaubung wirklich flott durchwechseln, sozusagen. Jetzt auch nicht massiv, aber eigentlich flotter als ein Nadelbaum, der nicht darauf ausgelegt ist, einen großen Prozentsatz seiner Nadeln pro Jahr einfach nochmal oben drauf zu klatschen. Normalerweise, üblicherweise ein Siebtel, ich glaube auch bei der Kiefer so, dass sie ein Siebtel ihrer Nadeln pro Jahr regeneriert. Da sterben ja auch immer welche ab, weil sie alt geworden sind. Also völlig unabhängig von klimatischen Faktoren verliert er jedes Jahr auch etwa ein Siebtel seiner Nadeln. Und da muss jetzt also schon was richtig gut gelaufen sein, um das hier erklären zu können. Liegt auch unter anderem eben gerade auch an den beginnenden Nasswerden von Norddeutschland mehr oder weniger gegen Ende von 23. Das mag hier auch schon eine gewisse Rolle gespielt haben. Das ist aber schwer zu sagen. Da müsste man jetzt genau exakt auf die Klimadaten gucken und exakt gucken, wann genau der Bericht erstellt wurde. Aber zumindest ist es so weitergegangen, soweit man das heute irgendwie sagen kann und ich es mich traue. Ja? Also ihr seht hier deutlich, Kiefer, deutliche Zunahme, nachdem wirklich so richtig, richtig, ich hatte gerade auch bei unseren baden-württembergischen Kiefern schon vermutet, oh Gott, die sterben ja aus. Und die Vermutung ist leider immer noch nicht ganz vom Tisch. Die sehen nach wie vor grottig aus. Also grottig bis sehr grottig mit wenig Regeneration, ein bisschen jetzt auch, ja.
Ob das dabei bleibt, kann man wirklich beim besten Willen noch nicht sagen. Aber hier von 31, 2018, 2017 37. Ach, also wirklich ein ordentlich Kiefer war überhaupt kein Problem. Da ist man davon ausgegangen, die ist dürreresistent, die übersteht das schon. Hier hat es andere Probleme gegeben, weshalb sie zum Beispiel hier 2012, was bemerkenswert ist, weil 2012 war auch nochmal ziemlich trocken und ist auf 2013 auch nur relativ gering zurückgegangen. Wie auch immer, das blieb alles immer schön konstant und dann hat es ein bisschen geschwankt, ob jetzt grün oder gelb und so weiter. Also man hat sich über die Kiefer wirklich keine Sorgen machen müssen. Dass die Kiefer überhaupt Sorgen macht, ist wirklich erst seit hier, ne? Jetzt, seit 18, da ist die Kiefer Sorgenkind und kehrt jetzt hier langsam in den Bereich des langjährigen Mittels sozusagen, so ansatzweise ein bisschen wieder in diesen Bereich zurück, ansatzweise. Ja, andere Nadelbäume, habe ich schon gesagt, weitestgehend durch die Tanne und die Douglasie vertreten. Flächenmäßig kann man sagen, ja. Macht auch wenig Sinn. Es muss irgendwie drin sein, Statistik. Ich finde das auch wichtig. Aber das Doofe ist, dass man hier halt eben die Aufteilung nicht hat. Andererseits wäre es auch völlig bekloppt, die Tanne jetzt hier rauszugreifen, weil die in mindestens 12 unserer Bundesländer kaum, quasi nur als Rarität im Park vorhanden ist. Ja? Flächendeckende Tannenwälder haben wir im Wesentlichen in Baden-Württemberg, Bayern, bisschen Hessen, bisschen Rheinland-Pfalz. Das war es mit der Tanne. Mehr oder weniger. Ja? Sachsen hatte mal Tanne, die sind fast alle umgebracht worden im Lauf der Jahrhunderte. Und jetzt muss man sich große Mühe geben, langsam wieder ein bisschen Tanne ranzuschaffen, was auch peu à peu ein bisschen funktioniert. Im Harz gab es nie Tanne und also, soweit ich weiß, Angabe mit 95%iger Sicherheit. Vielleicht ist mal ein, zwei Tännchen sind da mal angekommen, aber jedenfalls hat sich die Tanne im Harz nie durchsetzen können. Ne? Ob sie nie angekommen ist, wissen wir nicht genau. So, ja, andere Nadelbäume, Entwicklung der Schadstufen, ist sie auf einem ganz ähnlichen Niveau wie zum Beispiel bei der Kiefer, beziehungsweise ja, bei der Fichte schwankt das ein bisschen, aber es ist eine schön konstante Angelegenheit. Da tut sich nicht viel, da verändert sich nicht viel seit 2018. Weshalb man generell einfach sagen kann, exotischere Nadelbäume sind relativ solide, relativ stabil, machen keine größeren Probleme, keine größeren Überraschungen. Und tatsächlich ist von allen Nadelbäume, die wir in Deutschland angebaut haben, die Fichte auch fast die labilste. Und das ist ausgerechnet die, die wir mengenmäßig am meisten gepflanzt haben. Und die anderen Sachen sind eigentlich alle mehr oder weniger stabil. Auch gerade Lärchen, die hier dabei sind, die haben sich sehr gut regeneriert zum Teil. Gerade im Harz können wir sehr schöne Lärchenbestände sehen, wo sich die Lärche sehr, sehr gut einfügt in die Landschaft, wo ihr wieder einfällt, dass sie eigentlich eine Gebirgsbaumart, so keine Hochgebirgsbaumart ist. Und wenn sich der Harz so ein bisschen gebirgig verhält, dann klappt es auch mit der Lärche zum Beispiel. Also da gibt es einige schöne, schöne Bilder, die man da sehen kann, wenn man da mal unterwegs ist. So, das ist übrigens auch ein sehr schönes Foto im Übrigen. Ja, Buchenwald, das hier vorne im Vordergrund, könnte auch einfach eine Buche sein, die ein bisschen älter ist und eine Schuppenborke gebildet hat. Kann ich aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber würde eigentlich passen. Und ein bisschen Totholz, ja, der Wald soweit auch in Ordnung. Das ist die Hallenwaldphase. Wo die Hallenwaldphase aufhört, steht super dichte Verjüngung. So muss ein gesunder Buchenwald heutzutage aussehen. Genauso. Das ist also eigentlich ein sehr schönes Bild. Die gibt es noch, ja. Man muss wissen, wo sie sind. Ja, das ist leider auch so, dass man das schon wissen muss, wenn man so richtig tolle Buchenwälder haben möchte. Häufig steht auch ein toller Buchenwald neben einem ziemlich kaputten Buchenwald. Das ist kein Widerspruch. Das sind teilweise kleinräumige Veränderungen oder die Tatsache, dass diese Buchen hier genetisch super alt sind. Autochthon nennt man das, bedeutet, die sind da irgendwann mal vor 6000 Jahren von alleine hingekommen. Seitdem wachsen die da und man hat ihre Genetik, ihre DNA nie durcheinander gebracht und sie hatten 6000 Jahre Zeit, um sich genau an diesen Flecken hier anzupassen. Von Generation zu Generation Evolution.
Während nebendran man vielleicht mal irgendwann Buchen weggefällt hatte, irgendwelche Buchen nachgepflanzt, weil die hier gerade nicht genügend Bucheckern gehabt haben und jetzt sind die da hinten, wo sich der Wald deutlich auflichtet. Angenommen, da wäre jetzt wieder Buchenwald gewesen, das wissen wir ja jetzt nicht, ne? Das ist ja kein dreidimensionales Bild, in das man reinlatschen kann. Schade. Auf sowas freue ich mich ja eigentlich im technischen Fortschritt. Wie auch immer, jedenfalls da hinten sieht es auf jeden Fall weniger gut aus und das könnte zum Beispiel daran liegen, dass das einfach irgendwelche Buchenherkünfte aus sonst wo gewesen sind, die man da hingepflanzt hat. Das sind so mögliche Erklärungen für solche Unterschiede. Ja, mögliche. Da gibt es noch zigtausend37 andere. Laubbäume. Gesamtzustand ein bisschen weniger scheiße als bei den Nadelbäumen, weil bei den Nadelbäumen, wo haben wir sie? Ja, grätscht halt hier die Fichte volle Kanne rein. Deswegen sieht es im ersten Moment so aus. Das heißt, bei den Laubbäumen ein bisschen besser. Andererseits, die Fichte geht hier auch nur bis 30 im Durchschnitt. Und die anderen sind alle bei so 23 rum. Plus minus. Ne? So in den vergangenen Jahren. Und ja, plus minus. Sagen wir einfach mal 23. Und auf den ersten Blick, wie gesagt, denkt man, die Laubbäume wären besser. Peter Wohlleben sagt ja auch immer, die Laubbäume wären besser. 30. 32, ne? Hier 31, Schnitt 27, 28, hier so 26. Die Laubbäume sind gar nicht besser. Tada! Und das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße, weil vor 10 Jahren hieß es noch, der Laubbaum ist klimastabil, der Nadelbaum ist es nicht. So einfach ist es aber schlicht und ergreifend nicht. Dann kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass die Statistik eben der Fichte verfälscht ist, weil so viele Fichten tot sind. Wir haben bei den Laubbäumen erheblich weniger tote Bäume und dadurch ist das Kollektiv, was jetzt übrig bleibt, eben ein Sammelsurium aus den Bäumen, die tatsächlich resistent gewesen sind und die, die fast gestorben sind, die ziehen natürlich die Statistik nach oben, ohne die Sterbestatistik nach oben zu ziehen. Während bei den Nadelbäumen die Toten die Statistik nach unten korrigieren, weil die, die überlebt haben, meistens relativ gut dran sind, ne? Und drum ist das ganz schwer, das zu vergleichen. Man muss da also schon wirklich sehr viel Ahnung von der Materie haben. Ich behaupte, wenn diesen Bericht jemand liest, der sich damit nicht auskennt, der wird da wenig Erkenntnis rausziehen oder wenn doch, dann die falschen Erkenntnisse. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich denke, der Bericht ist einfach nur dafür. Also erstens mal ist es gesetzlich, wie gesagt, hat man sich 84 ausgedacht, dass das immer veröffentlicht werden muss. Ja, ausnahmsweise mal kein schwarzes Wasser ist alle. Und zweitens, jetzt hocke ich da wie so ein Strumpf voll Grießbrei, macht nichts, bin ich auch. Körperspannung auf Grießbrei-Niveau. Und ja, hat man sich halt so, wie gesagt, ausgedacht. War damals auch noch einfacher zu interpretieren. Die Statistik, sie ist immer komplexer, immer besser geworden. Inzwischen ist das toll. Mit all diesen schönen Grafiken, all diesen schönen Gegenüberstellungen, ganz super dargestellt. Macht Freude. Ja, macht wirklich Freude. Gut, im Einzelnen die Buche, Problemkind, Problem, Sorgenkind Nummer 1. Insbesondere hier, ne? Und da. Das hat zwar wieder ein kleines bisschen zugenommen, aber das kannst du vernachlässigen. Das ist ein Problem, das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem. Also die geht so, die richtig gut, nicht perfekt, aber richtig gut buchen. Die haben mal wieder massiv abgenommen. Warum das so ist, sehen wir gleich. Das hier hat enorm zugenommen. Also die Buchen, die schon sichtbare Schäden aufweisen. Davon gibt es jetzt deutlich mehr. Die werden daran nicht sofort zugrunde gehen. Aber das sind die, die hier fehlen und da fehlen, sind jetzt da und da. Plus minus. Vermutlich, 100% sagen, mit Sicherheit sagen kann man das nicht. Besorgniserregend ist auch alles hier ab 40. Ja, also wir haben hier durch die Bank überall teilweise auch mit leichter Zunahme, ne, teilweise mit leichter Abnahme, also insgesamt einen bisher immer noch bleibenden besorgniserregenden Anteil von Buchen, die offensichtlich wirklich was Kaputtes haben in der Krone. Ja? Also ab 40%, das siehst du, also das Laie, dass der Baum, der hat tote Äste drin, insbesondere die Kronentrocknis der Buche, also die obere Krone, je höher man guckt, desto schlimmer sieht der Baum aus. Da sind ganz viele tote Äste oben drin. Und wenn man dann tiefer geht, wird die Krone irgendwann schön dicht. Oft ist es so, dass es Buchen gibt, die unten aussehen wie hier und oben aussehen wie das da.
oder das da. Und das ist auch wieder ganz schwer zu interpretieren. Wir wissen aus der Urwaldforschung, beziehungsweise der Fast-Urwaldforschung, wir haben ja keinen Urwald in Deutschland, aber zumindest urwaldartige Strukturen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, dass sich Buchen ganz wunderbar nochmal für viele Jahrzehnte regenerieren, also mindestens zwei, drei, regenerieren können, obwohl ihre Oberkrone vollständig verloren gegangen ist. Dann bilden sie von unten raus nochmal eine Sekundärkrone, nennt man das. Und mit der Sekundärkrone können sie nochmal, wie gesagt, viele Jahrzehnte lang ordentlich wachsen, ordentlich Bucheckern produzieren. Teilweise sind sie mit der Sekundärkrone nochmal genauso lange stabil, wie sie mit der Primärkrone stabil geworden wären und erreichen in seltenen Einzelfällen, wo man das nachweisen kann. Das heißt, es ist also überhaupt nicht statistisch relevant, aber es gibt Einzelfälle, wo sie nochmal sogar ihr Höchstalter in Anführungszeichen oder jedenfalls ein respektables Alter von 300 plus Jahren erreichen. Aber das sind nur seltene, seltene Einzelfälle. Und teilweise auch schlicht und ergreifend einfach Beobachtungen. Ja, Quelle privat. Quelle ich. Ja, also man muss da ganz, ganz vorsichtig sein. Gucken wir uns die Zahlen zu Buche an, die öffentliche wissenschaftlichen Veröffentlichungen, nicht nur meine Beobachtungen und auch nicht so den Turnus, den Flurfunk, wenn es um die Buche geht. Ne? Also was man so hört zwischen den Stühlen von anderen Forstwissenschaftlern, mit denen man sich unterhält, anderen Baumkundlern, mit denen man sich unterhält. Ich habe bald wieder einen wunderbaren Kongress der Baumlobby sozusagen, wo wir uns dann wieder mal ein bisschen austauschen können. Da freue ich mich schon sehr drauf, mit anderen, teilweise auch erheblich schlaueren als ich es bin, Bäume diskutieren zu können. Aber wie auch immer, jedenfalls und erfahreneren vor allen Dingen. Wir haben teilweise sehr, sehr alte, und das ist gut, Mitglieder, die einen unglaublichen Erfahrungsschatz mitgeben können und eine komplette Birkenumtriebszeit durchlebt haben. Ja? Also das muss man erst mal schaffen. ja, und also bei Baumfreunden ist Alter immer was Positives. Ja? Solange man noch irgendwie mit auf die Exkursion gehen kann, ist Alter was Positives. Egal. Jedenfalls, so schaut es aus. Und wir haben Publikationen, die sagen, die Buche, schlimmstenfalls, das Worst-Case-Szenario, die Alten werden alle sterben. Wir kommen nachher noch zur Altersverteilung. Die Jungen sind gut angepasst und werden wahrscheinlich klimastabil dann sein, wenn sie ein bisschen größer geworden sind, weil sie von den Alten, die gestorben sind, gelernt haben, woran die gestorben sind. Und das nennt man jetzt epigenetische Modifikation. Müsst ihr nicht auswendig können, ist nicht prüfungsrelevant, dass Bäume, insbesondere Bäume, wohl offenbar, wir wissen noch nicht so ganz absolut hundertprozentig, wie das exakt läuft, aber es gibt sehr deutliche Anzeichen, und ich mag es auch ehrlich gesagt glauben, dass sie von Generation zu Generation, die sie Bucheckern, Eicheln oder was auch immer für Samen sie jeweils haben, runterschmeißen, den jeweiligen Jahrgang ein bisschen extra Info mitgeben. Das funktioniert durch Methylierung an der DNA. Bedeutet, du kannst quasi kleine Signalfähnchen, wie so dass diese E-Mail ist wichtig, Fähnchen, flink, was man an die E-Mail ranmachen kann, um sie dann doch zu ignorieren. dieses Fähnchen kannst du quasi als Mutterbaum an die DNA deiner Bucheckern, deiner Nachkommen, drankleben. Und wenn die keimen, wissen die, oh, hier ist ein Fähnchen, ich soll das machen, was da steht. Und da steht von mir aus, mach gefälligst erstmal eine krass große Wurzel, damit du genug Wasser kriegst, wenn die nächste Dürre kommt, zum Beispiel. Ja? Und ja, das sind so Faktoren, die man da feststellen kann. Das ist das Positivszenario, ja, dass die Buchen aufgrund von epigenetischer Modifikation die neue Generation viel besser angepasst ist als die alte, sie also quasi einen riesigen Schritt in der Evolution nach vorne gemacht hat. Das sagt man klar. Kennt jemand den alten X-Men-Film, den X-Men 1, den alten, mit Patrick Stewart und Ian McKellen als Professor X und Magneto? Wie auch immer, jedenfalls, da gibt es so ein schönes Vorwort von Ian McKellen, also Gandalf, wer es nicht weiß, eingesprochen, wo er meint, alle paar Jahre macht die Evolution einen Schritt nach vorne, wump, und dann tauchen da halt Mutanten mit Superkräften auf. Okay, das ist unrealistisch. Aber bei Bäumen
Dass die jetzt Superkräfte bekommen, ist immer noch unrealistisch. Dass die Evolution hin und wieder allerdings mal einen Schritt nach vorne macht, das mag durchaus mal vorkommen. Es muss nicht zwingend immer eine schleichend langsame Entwicklung sein, und nicht unbedingt nur über einen vollständigen Generationswechselzyklus passieren. Das wäre bei Bäumen auch nahezu unvorstellbar, weil ein Generationswechsel bis zu 500 Jahre dauern kann. Gerade bei der Buche, also bestenfalls absolut krasserweise mal 500 Jahre. Jetzt sagen wir mal 300, das ist realistisch. Ja, aber dann trotzdem, wenn das jedes Mal 300 Jahre dauern würde, bis sich irgendwas evolutionär anpasst, das wäre auch für einen langlebigen Organismus vielleicht ein bisschen zu langsam. Und daher halte ich diese epigenetische Modifikation, also sprich Anpassung der nächsten Generation, während die Eltern noch leben und nicht quasi über deren Tod, ja, also kontinuierlich das, was die Eltern dazulernen, dem Nachwuchs weitergegeben wird. Funktioniert bei Mensch bisher leider sehr schlecht, funktioniert bei Tieren insgesamt eher schlecht. Bei Pflanzen ist die epigenetische Modifikation deutlich häufiger und deutlich effizienter zu beobachten. Bisher, soweit wir wissen. Alles mit Vorsicht zu genießen. Ja? Ist noch ein neues Forschungsgebiet, relativ neu. Ja, Entwicklung über die Jahre. Es gibt einen deutlichen Trend zu schlecht und dann schwankt. Allerdings muss man sagen, so viele, so miese Jahre hintereinander, mit so miesen, ja, hier guckt mal, ne, 11%, ja, mit so miesen Werten und gleichzeitig so hohen gab es da nicht. Auch da niemals so niedrige Werte hier, bei fast unter 10. Dann allerdings ist Schwanken normal. Wir haben also seit der 2003 Dürre kontinuierlich gutes Jahr, schlechtes Jahr, gutes Jahr, schlechtes Jahr, gutes Jahr, schlechtes Jahr, mehr oder weniger durchgehend und jetzt halt dreimal Scheiße in Folge. Ja? Viermal Scheiße, Entschuldigung, in Folge. Eigentlich fünfmal. Aber dieses Schwanken per se, das hat mit der Fruktifikation zu tun. Kommen wir noch zu. Gut, bei der Eiche muss man sagen, da ist die Absterberate stark zurückgegangen. Sie hat hier schöne Verluste zu verzeichnen. Sie hat hier aber auch einiges, was weggegangen ist und wahrscheinlich leider eher hier gelandet ist, vielleicht ein Stück weit auch da. Ja. Wir wissen aus vergangenen Jahren und aus vergangenen Waldzustandserhebungen, dass die Eiche zu sehr schnellen Regenerationsvorgängen in der Lage ist. Wir hatten eine durchschnittliche Abnahme der Kronenverlichtung von, ich glaube, 21 auf 22, da wusste man ja nicht, dass 22 mies wird, von 5% bei den Eichen. Und das ist sensationell schnell. Also die sind sehr flott anpassungsfähig, müssen sie auch sein mit ihrer Langlebigkeit, auf neue Begebenheiten reagieren. Eigentlich sind Eichen auch sehr dürreresistent. Das Problem ist, dass mit der Dürre einhergehend auch jede Menge Krankheitserreger und vor allen Dingen Käferchen auftauchen. Ja, und gerade die Käferchen, die Gesamtheit der Quatsch, der Eichenfraßgesellschaften, also Trupps von verschiedenen Schmetterlingen unter anderem, die halt an der Eiche rumfressen und sich massiv vermehren, weil ihnen die hohen Temperaturen auch gut tun. Da ist die Larvenentwicklung schneller, Verpuppung geht schneller, Fressen geht schneller, alles geht schneller. Und da kommt die Eiche, obwohl sie eigentlich mit ihrer Wurzel auch prädestiniert wäre, lange Dürreperioden, weil oft die Wurzel bis ins Grundwasser reicht, würde damit ganz gut klarkommen. Dazu kommt noch, dass die Eiche seit Jahrhunderten teilweise an dem Ort rumsteht, an dem eigentlich sie immer Grundwasseranschluss hatte. Häufig aber die Tatsache, dass wir Flüsse begradigt haben, Siedlungsflächen ausgebaut haben, plus die Dürreeffekte dazu führen, dass der Grundwasserstand und diese Eichen, die mitunter Jahrhunderte alt sind, jetzt zum ersten Mal feststellen, ich habe ja plötzlich gar kein Wasser mehr am Fuß. Ja, zum ersten Mal seit Jahrhunderten. Und die haben nie damit gerechnet, dass ihnen jemals das Grundwasser ausgehen wird. War auch berechtigt. Unter normalen Bedingungen wäre es ihnen auch nicht ausgegangen, wenn wir nicht dann rumgefuscht hätten. Und das sorgt für diese Eichen hier. Also gerade hier, ab dem Bereich und der ganze rote Bereich, das sind wahrscheinlich Eichen, bei denen alles zusammenkommt, was ich gerade genannt habe, Eichenfraßgesellschaft, Dürre an sich ist auch nicht gesund, aber das eher kleinste Problem wahrscheinlich, Grundwasserrückgang,
Und ja, das ist es im Grunde. Übrigens hier auch, ich hatte es ja anfangs angesprochen, neben der globalen Erwärmung ist ja auch die anthropogene Stickstoffdüngung ein Problem. Die ist deswegen auch ein Problem für Waldbäume. Eigentlich könnte man jetzt zuerst denken, Moment mal, wir düngen den ganzen Planeten. Waldbäume kriegen extra Dünger. Das muss denen doch gefallen. Tut es auch im ersten Moment. Das sorgt allerdings auch dafür, dass wenn der Waldbaum gedüngt wird, alles an ihm gedüngt wird, er in seine Blätter, also auch Dünger, sprich Stickstoff, einbaut. Und Stickstoff macht die Blätter jetzt mehr lecker und mehr nahrhaft. Auf gut Deutsch, Blattfutter hat mehr Eiweißgehalt, um es mal deutlich zu formulieren. Und jetzt kommt irgendein beliebiger blattfressender Käfer daher, frisst am Blatt und kriegt da eiweißreichen Energieriegel statt bestenfalls Spaghetti. Ja, kriegt er hier nur Proteinshake sozusagen. So, und siehe da, ein Käfer, der fast nur aus Proteinen besteht. Wer Insekten mal gefuttert hat, weiß, die haben 80% Proteingehalt und solche Späße in der Trockenmasse. Oder 70 mindestens, je nach Insekt. Und die brauchen das. Protein ist für ein Insekt die mit Abstand wichtigste Nahrungskomponente, die normalerweise aber auch die knappeste Nahrungskomponente ist. Und wenn diese Knappheit wegfällt, dann geht es in ein Insekt, hui! Und dann legt das los. Ja? Und dadurch hat sich die Eiche sich selbst was Gutes getan, ihren Proteingehalt sozusagen erhöht, was für sie gut ist, andererseits aber auch für jeden, der an ihr frisst. Und das ist jetzt eine Rückkopplung, dass das eben jetzt rückwirkend wäre sie wahrscheinlich besser dran gewesen, hätte sie den ganzen Stickstoff nicht aufgenommen. Jetzt muss man dazu sagen, das kann sich der Baum nicht aussuchen. Wenn der Stickstoff da ist, dann wird der auch aufgenommen. Das kann man nicht blockieren oder irgendwie sein lassen. Dafür gibt es keine Mechanik. Und davon abgesehen, das wüsste der Baum auch nicht, weil er, soweit wir das nachvollziehen können, kein Gehirn und keinen Denkprozess hat, der für uns irgendwie erkenntlich oder verständlich wäre und dementsprechend eine solche Abwägung nicht möglich ist, ne? Also wenn dann über epigenetische Modifikation oder Evolution über die Generationswechsel hinweg da eine gewisse Anpassung stattfinden würde, was bestimmt irgendwann passiert mit Sicherheit, aber das erleben wir alle nicht mehr. Unsere Ur-Ur-Urenkel vielleicht, aber auch wirklich nur die Ur-Ur-Urenkel, die davor nicht mehr. Wenn es die noch gibt, ist eine andere Frage. Ne? Gut, das ist das übliche Balkendiagramm. Jetzt sparen wir mal Zeit und ignorieren das. Andere Laubbäume, habe ich schon gesagt am Anfang, glaube ich, oder war das ein anderer Take? Jedenfalls, das ist sehr, sehr schwierig zu interpretieren. Man kann es eigentlich gar nicht interpretieren, weil hier die Esche die Statistik kaputt haut. Ja, die Esche, der geht es ja scheiße, wegen Eschentriebsterben. Da haben wir schon ganz oft drüber geredet, das spare ich mir jetzt auch. Und die ist hier mit drin. Und allen anderen Laubbäumen, sonstigen Laubbäumen, geht es gut, bis zum Teil sogar sind es Gewinner der ganzen Erwärmung, zum Beispiel die Robinie, die sich flächenmäßig ausbreitet, die hier auch also entsprechend wichtiger wird in der Statistik. Manche Bäumchen schwächeln, andere Bäumchen schwächeln auch, zum Beispiel die Birke, der geht es eher schlecht im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber es ist ganz schwierig, eben aus dieser Gesamtheit der vielen, vielen Laubbäume, die hier irgendwo drinstecken, irgendwas abzulesen, weshalb wir weitermachen. Deswegen ist trotzdem richtig, dass es die Statistik gibt, ja, allein schon zum Lückenfüllen. Sonst wäre das hier eine miese Präsentation. Das muss drin sein. Da muss man sich fragen, was sind die anderen Prozente, ne? Was ist der Rest der Waldfläche? Ist wichtig. Aber für uns ist es nicht weiter interessant. So, Fruktifikation. Habe ich ja schon gesagt, müssen wir mal dringend drüber reden. Und das ist jetzt erstmal für die Fichte. Also grundsätzlich, was ist Fruktifikation? Wir haben hier diese drei Farben. Das Hellgrün, Gift. Keine Ahnung, grün, das saftige Grün und das hier, was immer das ist. Ich bin da überfordert, Farbennamen. Egal, ihr seht es ja selber. Und das ist für schwach, ja, also nur wenige Zapfen an der Fichte, mit wenigen Samen drin vor allen Dingen. Ist im Grunde völlig egal, wie viele Zapfen an der Fichte hängen. Wichtig ist, dass da auch Samen drin sind. Das kann man aber nicht feststellen. Deswegen zählt man die Zapfen, beziehungsweise schätzt die Zapfen ein. Zählen, wenn es nur wenige sind, einschätzen, wenn es ganz viele sind. Meistens sind dann auch schon genügend Samen im Zapfen drin. Aber nur auch da könnte man im Prinzip noch bessere Daten ermitteln, indem man wirklich die keimungsfähigen Samen ermitteln würde. Aber das wäre unglaublich teuer, unglaublich aufwendig und überhaupt nicht zielführend. Daher nur der Vollständigkeit halber, damit ich mal ein bisschen rumgesponnen habe. Gut, also schwach,
Ja? Mittel, wipp und stark. Was ist mit solchen Jahren? Was ist 2012? Alles andere bis hier hoch, bis 100%, ne? Das kommt schon gar nicht mehr vor. Es gibt nie 100% Fruktifikation, gibt es nicht. Das hat nicht stattgefunden. Soll heißen, wir haben im Jahr 2012 beispielsweise, kein Wunder, das war auch Kacke, nur ein ganz bisschen Bäume, die mittel fruktifiziert haben und ein paar bisschen mehr, die schwach fruktifiziert haben. Und der Rest hat gar nicht fruktifiziert. So, und jetzt ist es ganz interessant, dass es hier auch immer so Schwankungen gibt. Früher war es mal so alle 5 Jahre. Ne? Flupp. Auch ganz, ganz früher. Übrigens, das geht ab 99 los, weil das noch nicht so lange ermittelt wurde. Das ist ja nicht der Kronzustand, sondern die Fruktifikation. Die misst man eher noch nicht seit 84, sondern so mehr oder weniger seit 99. So. Und aber grob war es früher so alles vierte bis fünfte Jahr gibt es mal eine starke Fruktifikationswelle. Dann in diesem Fall jetzt so jedes dritte Jahr, dass es gleich am nächsten Jahr nochmal da relativ viel war. Dann hier wieder jedes dritte Jahr, zack, jetzt auf einmal jedes zweite Jahr, jedes dritte, vierte nochmal mehr viel. Die kann man quasi so zusammennehmen, dann passt wieder eine. Einigermaßen, dann wieder jedes vierte, dritte Jahr und jetzt jedes zweite Jahr, jedes zweite Jahr und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Und das ist ein Trend, den wir bei fast allen Waldbäumen beobachten können, dass die Häufigkeit der mengenmäßig relevanten Fruktifikation, also der Jahre mit besonders viel Samenproduktion, zugenommen hat. Und das ist auch wieder so ein Punkt, über den man trefflich streiten kann. Und ich freue mich auf die Diskussion beim Essen auf meiner Tagung. Ist das ein gutes oder ist das ein schlechtes Zeichen? Ist es ein Zeichen durch die erhöhte Stickstoffversorgung, mehr Eiweiß? Eiweiß ist wichtig zum Samen produzieren, egal was für eine Pflanze man isst. Mehr Eiweiß heißt, ich kann mehr Samen produzieren, also mache ich es auch. Also habe ich häufiger Mastjahre und schmeiße häufiger Samen runter, weil es mir gut geht. Oder ist das ein Zeichen für, also wir machen das jetzt mal schwarz und weiß, es ist in der Wahrheit natürlich irgendwo dazwischen, gibt es auch Lösungen, Möglichkeiten und keiner weiß es so genau, aber schwarz und weiß formuliert, der Einfachkeit halber, ist die Alternative, ich mache deswegen so oft Samen, wie ich es irgendwie verwirklichen kann, Samen zu machen, dass auch wenn es an meiner Substanz zehrt, auch wenn es mich potenziell umbringt, ich will nochmal Samen runterschmeißen, weil der Baum merkt, weil ich merke, aus der Ich-Perspektive betrachtet, mit mir geht's zu Ende. Und da Bäume offensichtlich ein gesundes Verhältnis zu ihrer Nachkommenproduktion haben, machen die als erstes, wenn sie merken, mit mir geht's zu Ende, fliegt, meine Kinderchen, rettet euch selbst, lasst mich zurück und die Zombies können mich fressen. Zombies, die Holz fressen. Lächerlich. Zombies natürlich, das ist realistisch, ja. Also, das können wir bei der Fichte beobachten. Das können wir. Ah ja, ne, geht weiter mit der Fichte. Und das ist diese Kategorie von Grafik. Da kommen die von den anderen Bäumen, kommt die auch noch. Finde ich super, super spannend, weil wir hier wunderbar sehen können, inwiefern ist denn die Fruktifikation im direkten Zusammenhang mit der Kronenverlichtung. Ja? Wir fangen jetzt mal hier an. Hier haben wir den Zustand, ohne dass irgendwas fruktifiziert wurde. Wenn es nicht fruktifiziert wurde, dann haben die Bäume 38% roter Anteil, ne, der Gesamtfläche, 38% rot, 40% gelb, 22% grün. Das ist also so der Standardzustand von denjenigen, die nicht fruktifiziert haben. So, nur die, die nicht fruktifiziert haben. Das sind nicht alle, das sind nur die, die eben es nicht getan haben. So, jetzt könnte man meinen, denen geht es besser als die, die fruktifiziert haben. Interessanterweise ist das aber nicht zwingend so, denn die, die schwach fruktifiziert haben, sind tatsächlich die, die tendenziell noch beschissener dran sind als die, die gar nicht fruktifiziert haben. Das heißt, die, die beschissener dran sind als die, die nicht fruktifiziert haben, nämlich die schwach fruktifizierenden, haben wohl mehr die Notwendigkeit gesehen, trotzdem zu fruktifizieren, anstatt es sein zu lassen, weil sie meinen, mit mir geht's zu Ende, vielleicht,
Aber lustigerweise nehmen aber auch die Grünen hier, ne? Also die eigentlich fit sind, wohl trotzdem offensichtlich an, dass es mit ihnen zu Ende geht oder die Notwendigkeit für starke Fruktifikation, für ein bisschen Fruktifikation besteht. Lustig ist jetzt, hat man mittelfruktifiziert, sind das Bäume, die im Schnitt doppelt so viele grüne und deutlich weniger rote, insgesamt mehr gelb logischerweise, weil irgendwo muss das ja hingegangen sein. Und bei starker Fruktifikation, da sind jetzt relativ viele miese, aber auch sehr viele gesunde. Und es gibt irgendwie überhaupt keinen Zusammenhang. Und das ist das Bemerkenswerte. Es scheint bei der Fichte keine logische Reihenfolge, außer die hier. Ja, das ist ein Treppchen. Das Gelbe ist entsprechend auch ein bisschen ein Treppchen. Beim Roten stimmt es da nicht mehr ganz. Aber tendenziell, die Bäume, die gesünder sind, machen mehr Nachkommen. Als die Bäume, denen es nicht gut geht, die machen weniger Nachkommen. Die Bäume, die überhaupt keine Nachkommen gemacht haben, sind aber nicht zwingend gesünder als die Bäume, die viele Nachkommen gemacht haben. Und das ist der Durchschnittswert über sämtliche Bäume, ne? Ja, und also die Realität, ja, also der Wert, den wir eben in der Tabelle nachgeguckt haben, das ist hier das hier, also sozusagen die Kontrollgruppe, die Realität aus all diesen vier Stufen. Wenn man die vier Stufen zusammenschmeißt, kriegt man diesen Balken. Ja? Gut. Und da ist also wirklich nur grob erkennbar, je besser es der Fichte geht, zumindest bei den ganz gesunden Bäumen, je höher der Anteil der ganz gesunden Bäumen, desto stärker die Fruktifikation. Eine kleine Tendenz. Ja, mehr aber auch nicht. Und das würde bedeuten, dass die Tatsache, dass die Fruktifikation der Fichte zugenommen hat, eigentlich dafür sprechen könnte, dass der Fichte es gefühlt besser geht. Das kann aber nicht sein, weil hier jede Menge Fichte gestorben ist in diesem Zeitraum. Ja, wirklich massiv viel. Also wirft das Fragen auf. Viele Fragen und ganz wenig Antworten. Wer Ideen hat, kann sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde wahrscheinlich nicht alles beantworten können, gerade wenn ihr komplexe Sachen in die Kommentare schreibt. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich bin auch trotzdem dankbar, wenn ihr es tut. So, die Kiefer. Bei der Kiefer haben wir jedes Jahr Fruktifikation. Immer. Warum ist das so? Weil die Kiefer ein Pionier ist. Ein Pionierbaum, früh da, früh groß, früh reproduzieren und intensiv reproduzieren. Das ist für einen Pionierbaum essentiell. Daher Jahre ohne Fruchtbehang, ohne mindestens schwach ein paar Zapfen zu produzieren, ist für die Kiefer nicht vorstellbar. Findet auch nicht statt. Ne? Zumindest ein bisschen, hier so zumindest insgesamt 33% der Kiefern haben irgendeine Fruktifikation im miesesten Jahr in dieser Aufzeichnung hier. Ja. Und in den letzten Jahren waren es ja, dieses Jahr 83% oder sowas, die irgendeine Fruktifikation haben. Es kommt nur selten vor, dass sie mal so richtig stark fruktifizieren. Das machen dann nur einige wenige hin und wieder mal. In ihrem Leben, also wahrscheinlich nur so ein paar Mal, dass sie mal so richtig stark loslegen, aber ein bisschen fruktifizieren, immer. Ein bisschen reicht auch, weil die Kiefer sehr gut keimungsfähige, sehr gut fliegende, sehr effiziente Samen hat, die gut funktionieren. Also mit einer schwachen Fruktifikation kann man trotzdem eigentlich immer damit rechnen, dass man in der näheren Umgebung eigene Nachkommen haben wird. So, und hier ist jetzt ein wunderschönes Treppchen von keine Fruktifikation, den Bäumen geht es nicht so doll. Ne, die sind die mit Abstand am beschissensten dran. So, bisschen Fruktifikation, wenn es ihnen ein bisschen besser geht. Mittlere Fruktifikation, wenn es ihnen tendenziell am besten geht. Starke Fruktifikation, was ja ohnehin nur ein super seltenes Event ist, fällt irgendwie aus der Reihe und die würde man jetzt hier rausnehmen und behaupten, das ist ein Ausreißer statistisch. Ja? Und die Realität über alle Bäume sieht halt dann wieder so aus, ne? Die wir letztes Jahr hatten. Also wir hatten ja letztes Jahr schon viel bei vielen Bäumen Fruktifikation, auch einen hohen Anteil, relativ hohen Anteil mittlere, nicht ganz so krass hier wie 2016, aber ja, schon ordentlich. Und gleichzeitig zu dieser starken Fruktifikation hat die Kiefer ja ihre Regeneration hingelegt. Wir hatten ja schon gesagt, die Kiefer ist ein Baum, der sehr gewonnen hat, der sich sehr gut regeneriert hat. Und das hat wunderbar funktioniert, trotz
der Zunahme und der ordentlichen Zunahme der Fruktifikation. Soll heißen, die Kiefer kennt ein, mir geht super schlecht, ich muss nochmal dringend Samen produzieren, Prozedere vielleicht auch, aber wenn, dann hat es zumindest letztes Jahr nicht stattgefunden. Man muss natürlich auch diese Dinger hier für jedes Jahr betrachten, um da wirklich so einen richtig schönen Trend erkennen zu können. Aber grob kann man sagen, die Kiefer tut, was sie soll. Kiefer produziert mehr Samen, wenn es ihr besser geht. Fichte, irgendwas dazwischen. Kiefer, ein deutlicher Zusammenhang. Aber immer, immer Fruktifikation. So, andere Nadelbäume können wir wieder ignorieren, weil das sind zu viele. Das ist nicht so wichtig. Buche. Früher war das mal alle 3 bis 4 Jahre, dass sie fruktifiziert hat. Jetzt, seit vielen Jahren, viel nicht. Viel, naja, Ausreißer, nicht. Viel nicht, viel nicht, viel nicht. So ungefähr. Ja, also ihr seht, es ist schon auffällig. Es ist wirklich sehr auffällig. Und jetzt, womit man ein bisschen erklären kann, warum der Buchenzustand dieses Jahr wieder relativ mies ist, obwohl man doch meinen könnte, die Buche hat sich vielleicht jetzt mal ein bisschen gerappelt und es sieht, könnte langsam mal wieder besser aussehen. Sie hat dieses Jahr noch mal mehr gemacht als letztes Jahr und letztes Jahr war schon ein Vieljahr. Sie hat jetzt also 2 Vieljahre in Folge. Das hat sie in der Vergangenheit in diesem Level noch nie. Ne? Also so nicht so stark. Und ja, da muss man sich jetzt also auch bei der Buche eben massiv diskutieren, macht sie es wegen Ausgleich oder macht sie es wegen mit mir geht es zu Ende oder wegen mir geht es eigentlich gut und ich könnte mehr Nachwuchs gebrauchen. Und hier ist der Zusammenhang klar wie Kloßbrühe und das ist jedes Mal so, also jedes Jahr, das ist inzwischen auch gut untersucht. Buche fruktifiziert am meisten, wenn es ihr kacke geht. Und dass die Buche dementsprechend jedes zweite Jahr tendenziell ordentlich fruktifiziert, wird von den meisten meiner Kollegen interpretiert als, ja, dann geht es ihr offensichtlich kacke. Ja? Lediglich, wenn sie nicht fruktifiziert, geht sie einigermaßen, auch nicht toll, aber einigermaßen gut. Zumindest letztes Jahr. Und wenn wir uns mal das Gesamtbild anschauen, die Buchen, die fruktifiziert haben, sind viel beschissener dran, als stark fruktifiziert haben, als das Gesamtbild. Selbst die mittleren sind immer noch viel beschissener als Gesamtbild. Und lediglich die gar nicht fruktifiziert haben, die sind deutlich besser dran. Das heißt, zum Erhalt der Buche wäre es im Grunde hilfreich, wenn die mal aufhören würde, ständig so viele Bucheckern runterzuschmeißen. Weil wir leben ja nicht, die Buche steht ja nicht im Wald, wo keiner nachpflanzen würde, sondern sie steht im Regelfall im Forst. Und wir würden ja nachpflanzen und ihr helfen. Und für uns wäre es interessanter, dass die Altbuchen noch ein bisschen halten, als dass die jetzt zigtausend Samen runterschmeißen und einen frühzeitigen Generationswechsel vollziehen. Aber gerade eben die Leute, die meinen, dass das Szenario, die Buche macht einen Generationswechsel, sie bereitet sich gerade darauf vor, in den Altbäumen quasi komplett wegzusterben und nur noch die Jungen reinzuschicken und die Jungen machen zu lassen. Was dafür spricht, ist die Tatsache, dass die Buche evolutionär in Mitteleuropa gar nicht so spät, noch gar nicht so lange da ist. Die gibt es seit plus minus 6000 Jahren so richtig. Und das heißt, die ist ohnehin ein sehr anpassungsfähiger Baum in einer noch nicht sehr stark etablierten Phase ihrer Populationsdynamik. Und da könnte es schon sein, dass es für die Buche strategisch auf der DNA so abgelegt eine Option ist, einen frühzeitigen, vollständigen Generationswechsel durch Suizid, durch Reproduktion, ein schöner Tod, herbeizuführen, um mit Sicherheit dann besser angepasste Nachkommen hervorzubringen, damit die Stellung als dominantester Waldbaum, den die Buche bisher innehat, mit Sicherheit behalten zu können, auch auf die Kosten, dass sich alle Alten opfern, damit die Jungen besser angepasst sind. Ja? Das wäre vorstellbar. Das klingt jetzt ein bisschen nach Altruismus, ist aber letzten Endes nicht wirklich welcher, weil es ja dem eigenen Vorteil in den drei Hauptprämissen, die eine Pflanze im Überleben so hat,
dient, beziehungsweise der Sinn des Lebens für Pflanze. Kategorie 1, bleib am Leben, sonst kannst du nichts mehr machen. Kategorie 2, produziere Nachkommen, weil das musst du halt tun. Kategorie 3, halte dein Ökosystem nach Möglichkeit so aufrecht, dass da Kategorie 2, deine Nachkommen und Kategorie 1, du selbst, weiterhin existieren können, um mehr Nachkommen und Kindeskinder sozusagen zu produzieren. Das sind so die Hauptprämissen. Und die Buche scheint diese drei Prinzipien des Erhalts der eigenen Art vorbildlich, womöglich, das ist nur eine Theorie, ja, eine Spekulation an dieser Stelle, scheint sie vorbildlich verinnerlicht zu haben. Und sozusagen schickt die Alten aufs Abstellgleis, die nicht mehr gebraucht werden, von denen nicht mehr zu erwarten ist, dass sie die Anpassung an die zunehmende Dürre in diesem Ausmaß schaffen, dass sie noch wirklich viel, viel, viel älter werden, und lässt stattdessen die Jungen, die diese Anpassung noch durchlaufen können oder durchlaufen haben, bereits so gekeimt, ich wollte schon gerade geboren worden, gekeimt worden sozusagen, gekeimt sind. Das ist eine Theorie, ne? Ist eine Theorie, bloß eine Hypothese, nicht mal eine Theorie und spekulativ. Aber ich bin da nicht alleine mit. Da gibt es inzwischen ein paar Leute, die das so sehen. Und diese wirklich wunderschöne, ja, guck mal hier, 8, 4, 2, gut, das ist 1, aber hey, das ist sogar, Mathematiker freuen sich. Gut, bei der Eiche herrscht ein bisschen Chaos. Aus irgendwelchen Gründen hat sie 2018 scheinbar schon gewusst, oh, da kommt was lang Großes auf uns zu. Lass mal eben noch ein paar Eichen runterschmeißen, weil da kommt jetzt eine lange Dürreperiode. Ja, Miraculix, das muss an Miraculix liegen. So, und wir haben hier einen ähnlichen Zusammenhang, nur andersrum. Ja, bei der Eiche ist es, je schwer. Also ohne ist ein bisschen, reißt ein bisschen raus, aber schwache Fruktifikation, wenn es ihr kacke geht, wenn es ihr mittel geht, mittlere Fruktifikation, wenn es ihr vergleichsweise, wobei, ja, das ist jetzt halt die Frage, ne, sie hat halt gar keine Grünen, sie hat kaum was ganz, ganz Mieses, aber auch nichts so richtig, richtig Gesundes. Ja, also wenn wir das jetzt mal einfach als Ausreißer ansehen und uns hier einen grünen Balken dazu denken, der hier aus irgendwelchen Gründen fehlt, das muss nicht ein Messfehler sein, das kann auch an der Wissenschaft von der Ausnahme liegen, dann würde das Sinn ergeben. Ne? Dann haben wir hier also ein klares Treppchen, im roten Bereich sehen wir es ja, dass sie nur dann Eicheln produziert, wenn sie was übrig hat. Das ergibt Sinn, weil die Eiche ist ein so langsam wachsender Baum, dass ein kurzfristiges Runterschmeißen von Eicheln auch deswegen keinen Sinn ergibt, weil die auch von jedem gefressen werden. Wenn du also kurzfristig sozusagen in den letzten Zügen noch eine Handvoll Eicheln fallen lässt, los Kinderchen, dann kommt sofort das Wildschwein und macht und dann war es das mit den Kinderchen. Und das bringt nichts. Ne? Dementsprechend ist es sinnvoller, stark zu fruktifizieren, wenn man sich es auch leisten kann und dann so viele auch im Kollektiv, dass alle Eichen gemeinsam in dem entsprechenden Wald zeitgleich viele Eicheln produzieren, zeitgleich viel runterschmeißen, das nennt man Mastjahr, sowas wie das hier. Ne? Und da die Eiche ein so langsam wachsender Baum ist, hat sie extreme Mastjahre tatsächlich auch nur alle paar Jahrzehnte. Das ist also auch in der Vergangenheit wahrscheinlich, soweit wir das rekonstruieren konnten, das wurde leider nie sehr gut aufgeschrieben, immer mal wieder so gewesen, dass die Fruktifikation auf einem geht so Niveau, meint einzelne Nullerjahre, wo gar nichts passiert, fast nichts. Die haben jetzt zugenommen in letzter Zeit, aber das ist auch normal. Und dann alle paar Jahrzehnte wirklich, ne? Also das sind hier ja fast 20 Jahre, zack, dann haut sie mal volle Kanne raus, weil die Fressfeinde der Eicheln, die Eicheln auffressen wollen, kriegen in diesen Jahren, werden die alle nicht satt, nicht satzig, ne? Hunger, 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 ganz viel Hunger, nochmal ein paar gestorben, verhungert, Hunger, 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 keine gute Reproduktionsrate und jetzt gibt es plötzlich Eichen ohne Ende. Und jetzt kannst du dich endlich mal satt fressen und kannst viele Nachkommen haben. Und im nächsten Jahr sterben die wieder alle, weil es gar keine Eicheln gibt. Das ist so ein bisschen die Strategie. Und das sieht man hier also auch ein bisschen. Das heißt, müssen wir uns wegen der Fruktifikation um die Eiche Sorgen machen? Wahrscheinlich nicht. Um die Buche? Wahrscheinlich ja. Das ist ja ökologisch für den Baum, dieser mögliche Generationswechsel. Völlig egal.
ökologisch spielt das überhaupt keine Rolle. Die Buche bleibt erhalten, die Buche bleibt in der Nachkommenschaft, im neu aufwachsenden Wald dominant. Und das sehen wir auch überall. Überall, wo oben der Buchenwald wegstirbt, stehen unten gigantische Dickichte, nicht überall, aber häufig gigantische Dickichte von Jungbuchen rum, die enorme Zuwächse haben und denen es perfekt geht. Ja, die sind alle tipptopp super gesund und werden auch nicht aufgefressen, weil es so viele sind, dass da niemand gegen ankommt. Und der Plan scheint aufzugehen. Und daher könnte es sein, eben gerade weil er funktioniert, dass genau das auch der Plan ist. Nochmal, wir wissen es nicht genau. Und ich schon gar nicht. Ich bin hier bloß der YouTube-Wissenschaftler. So, fragt einen, der da beruflich mit von lebt. Ja, gut, tue ich irgendwo auch, aber leider nicht von so einem Video, sondern von irgendwelchen dämlichen Messervorstellungen, wie wir jüngst mal wieder gesehen haben, was frustrierend ist. Nicht, dass ich die Klicks nicht gebrauchen könnte, aber ja, egal. Anteil der Fruktifikationsklassen, andere Laubbäume ignorieren wir wieder. Und jetzt kommt noch der spannende Einfluss des Alters. So, hier haben wir dunkel. Bis 60 Jahre, die jungen Bäume. Über 60 Jahre, die Altbäume. Anteil der deutlichen Kronenverlichtungen nach Altersgruppe und insgesamt in Prozent. Ja? Heißt, diese 56% 2023 ist Anteil der Bäume, Fichte, wohlgemerkt, ja? Fichte. 56% der Fichten mit, also der Gesamtfichten haben deutliche Kronenverlichtung. 56%. Davon 14 Prozentpunkte junge Bäume. Und da müssen wir jetzt rechnen, 42% alte Bäume. So. Und der Punkt hier, der ist jetzt nochmal für alle Alter. Also sprich der Durchschnittswert sozusagen. Und also auch die bis 60, über 60, alle Alter. Ja, also ich weiß nicht genau, was der Punkt tut. Tut mir leid. Das ist jetzt auch gerade gar nicht mal so relevant für uns, denke ich. Jedenfalls sehen wir, dass es der Fichte tendenziell die alten Bäume, den alten Bäumen geht schlechter, den alten Bäumen geht schlechter. Über die Zeit geht es den alten Bäumen immer erheblich schlechter als den jungen Bäumen. Die jungen Bäume sind deutlich vitaler. Und das liegt unter anderem bei der Fichte mit Sicherheit massiv daran, gerade auch in den letzten Jahren, dass die Jungbäume für den Borkenkäfer weniger interessant sind. Der braucht nämlich eine Bettdecke, wenn der Winter kommt. Und die Bettdecke ist die Rinde vom Baum, in dem er steckt. Und je dicker die Rinde, desto dicker die Bettdecke, desto eher überlebt er den Winter. Und das weiß der Käfer, beziehungsweise hat dann eine evolutionäre Anpassung, dass er sich nicht in einen Baum reinbohrt, oder beziehungsweise er bohrt sich schon rein, aber er haut hinterher wieder ab, wenn die Rinde super, super dünn ist. Weil der würde er den Winter, beziehungsweise sein Gelege, würde den Winter vermutlich nicht überstehen, weil der Käfer davon ausgeht, dass es einen Winter gibt. Früher gab es den ja. Mal. Das dauert noch eine Weile, bis der Käfer begreift, dass der Winter wegbleibt, bis dann mal wieder einer kommt. Dann hat der Käfer ein Problem. Egal. Jedenfalls ist die fehlende Bettdecke der Grund, weshalb Fichten einer gewissen Dicke und einer gewissen Jugend, je dünner die Fichte, desto dünner auch die Rinde, je dicker die Fichte, desto dicker die Rinde, werden die gar nicht angegriffen. Und darum gibt es mehr gesunde junge Fichten als gesunde alte Fichten, beziehungsweise alte Fichten schmecken besser. Um es mal ganz einfach zu formulieren. So, bei der Kiefer ist der Unterschied deutlich geringer. Und das ist typisch, weil die Kiefer ist ein Pionierbaum. Die Kiefer wird nicht alt, zumindest nicht im Regelfall. Es gibt einzelne Exemplare, die alt werden können. Die Kiefer ist sehr anpassungsfähig. Es gibt Kieferpopulationen, wo hohes Alter ein Vorteil ist. Dann wird sie auch alt. Man beachte hier mal dieses Jahr. Da hatten wir kaum alte Kiefern. Mit Schäden, wohlgemerkt. Ja. Sondern bei der Kiefer ist es halt wirklich schön ausgeglichen. Und gerade weil die über 60-Jährigen, mal vielleicht 80-Jährige, mal vielleicht 90-Jährige sind, es aber hier keine 160, keine 200-Jährigen und so weiter und so fort einfach nicht drin hat in der Statistik, ist eben der Unterschied zwischen jung und alt deutlich geringer. Bedeutet das, wir müssen jetzt,
uns Sorgen machen, dass die jungen Kiefern genauso eingehen wie die alten Kiefern. Nö, das bedeutet einfach nur, dass die Kiefer ein Pionierbaum ist. Ist zumindest meine Interpretation. Das ist also spannend, absolut spannend, was Schönes über die Kiefer gelernt, aber kein Grund zur Beunruhigung oder zum Aufatmen, weder noch. Das ist einfach so. So, andere Nadelbäume ignorieren wir. Und Buche. Bei der Buche sieht man deutlich, auch wie bei der Fichte, hier aber aus anderen Gründen, weil die Altbuchen sich selbst mit Fruktifikation umbringen oder es zumindest so scheint, als könnte das möglicherweise der Grund sein. Tatsache ist jedenfalls, je älter die Buche, desto kaputter die Buche. Ausnahmen, Buchen fast Urwälder. Bei Buchen fast Urwäldern gibt es noch Altbuchen, die genauso gut aussehen wie mittelalte Buchen und die Jungbuchen sehen auch gut aus. Da sehen einfach alle gut aus. Ja? Das gibt es auch, das sind aber seltene Ausreißer und ich habe das Gefühl, das kann ich allerdings nicht mit Zahlen belegen, da gibt es meines Wissens keine Studie, wenn doch, habe ich sie nicht mitbekommen. Ich lese nicht alles, was an Studien rauskommt, bei der Buche gebe ich mir aber große Mühe, fast alles zu lesen, was zur Buche so rauskommt und ich sollte aufhören, mit meinem Stuhl zu quietschen. Da könnte man einen Tropfen Öl gebrauchen. Grundsätzlich würde es ja für die Theorie, dass die Buche ihren Nachwuchs jetzt mal machen lässt, sprechen, wenn der Nachwuchs deutlich besser dasteht als die Altbäume. Das ist der Fall. Und ein weiteres Indiz für die nächste Generation soll es richten. Theorie. Hypothese. Ja, das mag durchaus so sein. Wir finden einerseits, also es gibt zwei Sorten von Studien, die es inzwischen gibt. Einmal die Altbuchen, also sagen wir mal so, je natürlicher der Buchenwald, desto besser geht es allen Buchen. Das ist das eine, was es immer mal wieder gibt. Das entspricht auch meiner Beobachtung. Das muss aber jetzt nichts heißen. Die andere Sache, die es gibt, je mieser der Standort, je trockener es ist, desto toter die Altbuchen, desto eher die Jungbuchen noch da. Und das muss ja nicht zwingend ein Widerspruch sein. Das würde man wirklich prima erklären können. Da wurde nämlich jeweils nicht untersucht, sind es autochthone Buchen oder sind es gepflanzte Buchen oder irgendwann mal gepflanzte Populationen. Das heißt, die können in der jetzigen Generation aus Naturverjüngung bestehen, dass da also keiner mehr irgendwas gepflanzt hat. Davor, die Eltern, die wurden aber gepflanzt. Und damit haben sie von der DNA her das Wissen über einen anderen Boden als den Boden, in dem sie tatsächlich jetzt drinstecken. Autochthone Buchen, die vor 6000 Jahren da mal hingekommen sind, mit den ersten Bucheckern vom Eichelherder von mir aus hingelegt, dann gekeimt und seitdem seit 6000 Jahren am gleichen Ort und immer wieder groß geworden, die Jungen haben übernommen, groß geworden, die Jungen haben übernommen und so weiter. 6000 Jahre Anpassung an genau diesen Klumpen Dreck, in dem sie da wachsen. Und das ist ein gravierender Unterschied. Und damit kann man sich erklären, dass es eben Altbuchenwälder gibt. Wahrscheinlich erklären, ja, wieder das große wahrscheinlich und vielleicht. Wir wissen nichts Genaues, nochmal, habe ich am Anfang ja schon gesagt. Aber damit könnte man sich erklären, dass alte Buchenwälder so unglaublich gut performen. So, jetzt kann man die Wohlleben-Methode anwenden und sich hinstellen und ich fordere mehr alte Buchenwälder. Und das würde ich sofort unterschreiben. Das Dumme ist nur, dass die Formel, um einen alten Buchenwald zu bekommen, die hat ein paar Komponenten, die sind einfach zu kriegen. Du brauchst ein Stück Land und da brauchst du Buchen und die stellst du da drauf. So, und wenn du jetzt da draußen einen alten Buchenwald zaubern willst, dann musst du nur 200 Jahre warten und dann hast du einen alten Buchenwald. Und das kann man nicht beschleunigen. Und deswegen hilft uns das momentan null. Die Tatsache, dass wir mehr alte Buchenwälder brauchen. Ja, das Einzige, was man politisch daraus ableiten könnte, wäre, fast alte Buchenwälder unbedingt nicht zu fällen und bitte alt werden zu lassen. Wenn die noch ein Potenzial haben, dass sie alt werden, weil viele fast alte Buchenwälder eben in die Kategorie sind nicht autochthon und sind gerade fast tot reinfallen. Und dadurch ist das Potenzial für eine größere Fläche an naturgemäßen, autochthonen Altbuchenwäldern nirgendwo vorhanden. Ja? Oder vielleicht ein ganz bisschen, hier und da mal ein paar Kleinflächen, die man damit reinziehen könnte, sodass nicht schon passiert ist. Ich kenne da zwei, drei Beispiele, wo man wirklich drüber nachdenken könnte. Auf Exkursionen gibt es die zu sehen, wenn ich endlich mal wieder Exkursionen mache, dazu in ein paar Tagen ein Update. Wie auch immer, jedenfalls gibt es ja da
große Diskussionen, große Kontroversen und es ist super spannend. Und da die Buche unser wichtigster Waldbaum ist, ist das auch eine der wichtigsten Fragen für die Zukunft des Waldes. Viele andere Bäume sind ein Stück weit negativ bis positiv mit der Buche assoziiert und die Buche ist die Leitbaumart, um die es geht. Wenn wir wissen, was die Buche tut, können wir auch viel mehr über die Zukunft des Waldes aussagen und uns darauf anpassen, beziehungsweise den Wald in diese Richtung ein Stück weit anpassen, ihm helfen, schneller sich anzupassen, als das natürlicherweise könnte, aufgrund dessen, dass wir daran schuld sind, dass er sich viel schneller als jemals zuvor anpassen muss. Das ist nicht, weil wir wüssten, wie es besser geht als die Natur, nur weil wir verhindern müssen, dass die Natur das macht, was sie in Situationen der superschnell notwendigen Anpassung immer macht, nämlich aussterben. Und das ist für die Natur scheißegal, aber für uns ein großes Problem. Klimaschutz ist Menschenschutz. Das ist der Natur scheißegal. Ja, wir wollen uns vom Untergang bewahren, indem wir das Ökosystem stabil halten, damit wir weiter existieren können. Das ist so ein bisschen der Kasus Knackus. So, hier haben wir tatsächlich auch einen großen Anteil junger Eichen, leider, die eben drin sind in der Mir geht's nicht gut Gruppe. Also grundsätzlich ist es ja so, je kleiner dieser Anteil hier ist, desto weniger junge Bäume sind in der deutlichen Kronenverlichtung-Gruppe. Ja? Also das muss hier ein kleiner Wert sein. Dass das bei der Kiefer so ausgeglichen ist, liegt halt eben einfach daran, dass 60 Jahre alt zu sein für eine Kiefer auch schon ein vernünftiges Alter ist. Das heißt, die ist schon fast alt. Drum, der Unterschied hält sich in Grenzen. Bei so einer alt werdenden Baumart wie der Eiche ist, wo haben wir sie? Hier. Ist ein hoher Anteil der jungen Bäume in den deutlichen Schädenkategorie. So müsste es aussehen wie 2015. Das wäre gut. Dass es so aussieht, ist scheiße. Also das ist ein großes, großes Warnsignal, dass wir auch viele kaputte junge Eichen haben. Woran liegt das? Naja, dass es den Eichenfraßgesellschaften, die wir ja schon als Ursache identifiziert haben, einfach scheißegal ist, ob sie an der jungen Eiche rumknabbern oder an der alten Eiche rumknabbern. Gegebenenfalls sind die jungen sogar leckerer, weil die jungen weniger Abwehrstoffe in die Blätter eingebaut haben. Und das ist besorgniserregend. Andererseits, das ist auch schon immer so. Das ist also nichts Neues, dass es Jahre gibt, in denen viele junge Eichen verknabbert worden sind, weil die Eichenfraßgesellschaften übrigens im Schnitt so circa jedes zweite Jahr, das ist ja auch so ein bisschen erkennbar, mal aktiver, mal nicht aktiver, hier mal Ausreißer und so weiter, circa sind. Ne? Und muss man sich deswegen, weil das ja schon immer so ist, jetzt hier besonders Sorgen machen? Sorgen machen allein bringt sowieso nichts. Ne? Lass mal davon abgesehen. Aber ja, es ist schon nicht gut. So. Andere Laubbäume können wir wieder ignorieren. Wir nähern uns dem Ende und gucken uns die Absterberate bei Laub- und Nadelbäumen sowie insgesamt an. Roter Balken gesamt. Ja? Gesamt blieb hier so auf kleinem, ganz kleinem Niveau vor sich hin dümpelnd. Ich meine mal irgendwann, wenn man das hier außen vor lässt, hier den Schnitt setzt, ja, als hätte es das nie gegeben. Ist ja wirklich katastrophal. Ne? Also das ist so das Beeindruckendste ist wirklich die Absterberate. Da geht die Statistik so völlig aus dem Häuschen. Das ist wirklich beeindruckend schrecklich. Aber dieser Mittelwert hier, ne, so über alles, über die Zeit, der liegt, habe ich mir mal rausgesucht, bei 0,15%. Für Laubbäume mindestens. Aber auch bei Nadelbäumen, das ist nicht viel höher. Von 0,18 oder von mir aus 0,2%, wenn es hochkommt. Ja. Wenn man krasse Ereignisse wie das hier außen vor lässt, ich habe vergessen, was da war. Ich wusste es mal, ich schreibe es euch hoffentlich unten hin, wenn es mir wieder einfällt. Wenn ich es vergesse, schreibt es bitte in die Kommentare, falls ihr es zufällig gerade wisst. Könnte sein, dass ich es vergesse, wenn ich ehrlich bin. So lange Teile zu schneiden, ist auch nicht so ganz einfach, dann jedes Detail mitzubekommen, weil im Großen und Ganzen muss ich keine Schnitte setzen, bis auf an ausgewählten Stellen, wo ich wirklich eine kleine Pause gemacht habe, um nachzudenken, ist das hier ja ein in sich schlüssiger, relativ gut durchgehender Vortrag, der keine Schnitte benötigt, weil ich mich nicht nennenswert versprochen habe. Außer ein paar
und sowas. Aber die rauszuschneiden habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben und ein paar weniger sind es geworden als auch schon. Ganz weg kriege ich sie nicht mehr. Wir weichen vom Thema ab. So, jedenfalls der Durchschnitt der Absterberate ist wirklich moderat und das stellt auch kein Problem dar und das ist ein normaler Wert für ein Ökosystem, in dem die Individuen, die hier beobachtet werden, Jahrhunderte alt werden können. Wenn die Absterberaten von ein paar Prozent pro Jahr hätten, dann würden die auch nicht Jahrhunderte alt werden, dann wäre der Wald in ein paar Jahren weg, ne? Natürlich ist das immer ausgehend vom Restbestand. Also wenn zum Beispiel jetzt 2020 eine Million Bäume existieren, von den Millionen Bäumen sterben 2,5%, dann sind es 2021 ja nicht mehr eine Million Bäume von der 2,5%, also angenommen, es würden nochmal 2,5% sterben, hier oben, dann wäre das ja jetzt nicht mehr eine Million Bäume und dementsprechend sind es jetzt weniger, weil Prozent ist ja immer relativ. Aber trotzdem hätten wir damit enorme Lücken, die sich relativ schnell im Wald bilden würden und das wäre gar nicht gut. Und das findet statt. Das findet statt die letzten Jahre und das ist gar nicht gut. Und haben wir enorme Lücken im Wald? Jep, einmal das Saarland, bisschen mehr inzwischen. Und jetzt mag das Saarland klein sein, aber so klein, dass man es als Waldfläche nicht vermissen würde, ist es jetzt auch wieder nicht. Herzliche Grüße ins Saarland. Ihr wisst ja, die Saarland-Vergleiche. Euer Schicksal. Saarland, wunderschön, tolle Gegend. Ganz, ganz toll. Tolle Menschen. Die Saarländer, die ich kenne, alle super. Ja, doch, doch, ja. Fällt mir kein Gegenbeispiel ein. Ja, jedenfalls Nadelbäume, ne? Hier völlig durch die Decke, aber leider, leider eben auch die Laubbäume Rekordwerte, die sie nie erreicht haben. Trotzdem, ich habe ja gesagt, wir gucken uns nachher noch die Absterberate an, nicht mal ansatzweise auf den 2,3%, bei denen sich vor allem die Fichte, es ist jetzt Nadelbäume insgesamt, aber die Fichte war, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher, sehen wir gleich. Also weit davon entfernt, trotzdem Rekordwerte. Und Nadelbäume galten immer als, Quatsch, Laubbäume galten immer als die stabilen und hier ist jetzt halt leider schon wieder hochgegangen. Und ich war mir eigentlich sicher, seit dieser Entwicklung, hier dieser, jetzt geht es wieder runter. Oh, schön, jetzt geht es aber richtig ordentlich runter. Und jetzt ist es leider nochmal hochgegangen, weil wir eben nochmal ein zu trockenes Jahr 22, das ist 22, also das ist 23, ne? Aber die Folge hier, dass das hochgegangen ist, liegt am Jahr 22. Während es 22 runtergegangen ist, weil 21 gut war, ist es jetzt wieder angestiegen, weil 22 scheiße war. Und da 23 jetzt wiederum gut ist, Quatsch. Da 23 einigermaßen gut war und 24 toll, darf man schon davon ausgehen, dass das jetzt nochmal runtergehen wird. Kann ich mir nicht anders vorstellen für die Zukunft. Gleiches bei den Nadelbäumen, plus minus ein bisschen. Also der Trend, ne? Ja, und tatsächlich war bei der Fichte sogar mal kurzfristig fast 4,5%. Und ja, das ist eine Katastrophe, ne? Und das sind die Saarlandbäume, nennen wir sie jetzt einfach mal spaßeshalber. Und das ist natürlich jetzt runter in den Keller gegangen, weil nochmal nicht, weil der Käfer aufgegeben hat, sondern weil nichts mehr da ist, was noch fressbar wäre. Haben wir schon drüber geredet. Leider ist das auch bei den Laubbäumen und hier haut die Esche rein. So richtig krass andere Laubbäume, das ist die Esche. Wusch. Ja, und drum ist die Statistik der anderen Laubbäume eben für den Eimer, weil sie fast nur durch die Esche geprägt wird. Also hier sind alle anderen Laubbäume auch drin, aber für diese enorme Absterberate, die Esche hat insgesamt, die wäre wahrscheinlich alleine, wäre die, der Mauszeiger reicht nicht. Ne, irgendwo ganz, 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 ganz da oben. Aber ja. Die anderen haben es dann wieder ein bisschen gepuffert. Aber trotzdem gucken wir uns die Eiche an. Das ist ein so langlebiger Baum, dass Werte über 0,5% auch eine große Katastrophe darstellen. Das ist jetzt dankenswerterweise weiter zurückgegangen, auch dieses Jahr wieder weiter zurückgegangen. Der Eichenzustand ist nicht gut, aber sterben tut sie derzeit noch weniger. Und die Buche, die macht so ein leichtes Auf und Ab, so mehr oder weniger, und befindet sich jetzt hier weit über ihrem langjährigen Mittel von 0,15%. Bei der Buche war das genau so. Bei 0,3, also ungefähr die doppelte Sterberate, wie sie normalerweise hatte. Hier war sie ja fast wieder auf Normalniveau letztes Jahr. Also auch da kann man jetzt wieder ganz klar sagen, das ist 2022, was uns hier die Buche wieder in den Todbereich getrieben hat. So, und weil das jetzt für die meisten sicherlich nicht mehr so interessant ist, würde ich das jetzt nochmal weglassen wollen. Das ist wirklich jetzt so.
Special Interest. Ja? Hat man letztes Jahr drüber geredet, aber ich habe schon so lange gequatscht und so viele Begründungen auch für die Zahlen genannt, dass ich der Meinung bin, dass es jetzt gut ist. Wir schauen noch mal kurz in den Anhang, der ist nämlich wichtig. Da finden wir jetzt noch mal die ganzen Schadstufenanteile nach Zeit und alles noch mal schön tabellarisch. Und ich mache einen kleinen Schnitt an dieser Stelle. So, und hier sind wir jetzt auf Seite 70 angekommen und haben hier den Waldzustand im Ländervergleich. Ja? Und da können wir uns jetzt noch mal grob angucken, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Es gibt selbstverständlich keine Gewinner und Verlierer. Also wenn Deutschland Wald verliert, dann sollte das für uns alle gleichermaßen bedenklich sein. Klar kann man ein bisschen sich freuen, wenn man persönlich noch Wald vor der Tür hat. Bei mir vom Fenster beispielsweise, so grün geht gar nicht, wie da grün ist. Dieses Jahr ist irre, ist super toll. Ich gucke wahnsinnig gerne aus dem Fenster. Vielleicht mache ich mal ein Foto, wenn ich dran denke. Egal. Jedenfalls Baden-Württemberg -2. Was bedeutet das? Alle Baumarten gucken wir uns jetzt nur mal an. Ne? Das bedeutet, dass der Flächenanteil von Stufe 2 bis 4, also alles außer 1, die super toll Bäume sind nicht mitgerechnet, dass der 44% beträgt und das ist -2. Das heißt, der Anteil der nicht optimal Bäume ist um 2% Punkte zurückgegangen. Das ist gut. Das ist nicht toll, aber das ist immerhin was. Ja. In Bayern, und Bayern ist hier, ne, da seht ihr, 3, 1, 4, plus 12. Bayern ist der Grund, weil Bayern ist auch groß, dass uns dieses Jahr die Statistik kaputtgekloppt wurde. Ja. Eigentlich hat sich deutschlandweit der Wald, wenn Bayern nicht dazugehören würde, wenn die mal endlich Nationalstaat gründen. Spaß, nein, nein. Ich habe in Bayern studiert, ich war da bei der Bundeswehr, ich habe eine gewisse Beziehung zum Land. Bayern ist wunderschön und da gibt es ganz tolle Menschen, auch. Ja? Nicht nur, das ist in jedem Bundesland so. Ne? Also wirklich nur Spaß. Einfach weil ich so lange da war, witzel ich da gerne rum. Aber die Tatsache, dass Bayern eben so groß ist und einen großen Anteil der Waldfläche Deutschlands ausmacht, hauen uns diese 12% hier, 12%-Punkte, massiv in die gesamtdeutsche Statistik rein. Und für Bayern dürfte das auch ein ziemlicher Augenöffner sein, dass auch in Bayern man vielleicht drüber nachdenken müsste, ob man mit der Fichte plus 8%, mit der Kiefer plus 16% weiter wirtschaften kann. Und zu meinem großen Entsetzen auch die Buche plus 13, das ist schlimmer als bei der Fichte, ja, und die Eiche plus 15, das tut richtig, richtig weh. Weil Bayern war die letzten Jahre eigentlich immer alles in Ordnung. In Franken ist ein bisschen schwierig bis katastrophal, da haben sie ordentliche Trockenregionen, aber spätestens wenn du dann nach Oberbayern, wo die Weißwurst wohnt, gehst, dann ist um die Weißwurst rum alles in Ordnung, weil da ist es einfach hoch, da haben sie noch ein bisschen Gebirgsklima, da funktioniert es noch mit der Fichte. Das kann man immer noch nicht sagen, dass die Fichte jetzt ausfallen wird, aber dass es so absolut mit der Fichte funktioniert und wir brauchen nichts ändern und können weiter traditionell sein, konservativ sein, da wäre ich vorsichtig. Ja? Ja? Also nicht jeder Bayer ist konservativ, muss man ja noch dazu sagen. Gut, wie auch immer, jedenfalls, und konservativ muss auch nicht immer schlecht sein, das ist das Nächste, was man dazu sagen muss. Dazu kommt aber 16 mal 16, das WZE-Netz. Wie sicher sind denn diese Zahlen? Ne? Wie gründlich wurde da gemessen? Baden-Württemberg 8 mal 8, schon sehr gut. Berlin, krass klein, aber die haben auch nur wenig Wald. Berlin ist halt im internationalen Vergleich ist nicht gerade groß. Brandenburg, auch sehr valide Zahlen. Bremen zählt nicht, ist Bremen. Hamburg hat nur 16 mal 16. Hamburg hat daher keine Angaben. Bremen auch keine Angaben, weil ist so winzig, da kannst du selbst mit dem Netz nichts wirklich ermitteln, was hier irgendwie relevant wäre. Aber darauf möchte ich hinaus, 16 mal 16 Netz ist Kacke. Daher sind die Werte für Bayern vielleicht in den letzten Jahren, ich hatte euch ja die Konfidenzintervalle, Entschuldigung, den Standardfehler, gezeigt, wie valide sind die Zahlen. Und für Bayern gilt, die Zahlen sind besonders nicht sicher. Und es kann sein, dass wir in den letzten Jahren die Zahlen einfach zu gut geschätzt haben, weil sie sind eben einfach nicht sehr sicher ermittelt und dieses Jahr ein bisschen zu schlecht geschätzt haben.
Und den genauen Zustand in Bayern kennen wir nicht. Warum hat Bayern nur ein 16x16-Netz? Na, da können wir nur einen fragen. Markus, warum habt ihr nur 16x16? Ihr habt doch angeblich Geld und seid doch so krass für Umwelt und so weiter und Wald ist euch doch angeblich so wichtig. Ändert das mal und zwar schleunigst. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja, also in Anbetracht dessen, wie viel Geld Bayern eigentlich haben sollte und wie viel Forstwissenschaft in Bayern ansässig ist, inklusive meiner Alma Mater, die da nichts dafür kann, die muss ihr Geld auch vom Staat kriegen. Ist das ein Armutszeugnis? Das muss man wirklich an dieser Stelle mal kurz anmerken. Ja, aber Bayern haut die Statistik kaputt. Ja? Berlin ist besser geworden, genau wie Brandenburg. -4, nicht ganz so toll wie bei Berlin, aber Berlin-Werte sind auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Ne? Das ist alles viel zu klein und so weiter. Aber bei Brandenburg haben wir, auch wenn die Fichte gibt es keine. Ne? Deswegen keine Angabe, zu wenig Fichte, um da einen vernünftigen Wert anzugeben. Kiefer -6, insgesamt -4, insgesamt nur 16. Brandenburg ist wieder richtig, richtig, richtig in Ordnung. Das, was an Wald da ist, da ist ja auch viel weg, klar, aber was jetzt noch da ist, sieht richtig gut aus. Buche, Regeneration ohne Ende, minus 21. Ja? Und das ist 8x8 Netz. Also Brandenburg ist, das sind verlässliche Daten. Eiche, wunderbar regeneriert. Also da war das Jahr 2023, war da sehr gut mit denen. 2022, 2022 war nicht so schlimm. Das ist so die Ecke, da wird es langsam wieder besser. Also liebe Brandenburger, liebe Naturensöhne, das werdet ihr bis hierhin nicht geguckt haben, das ist ein bisschen abgefahren für euch wahrscheinlich. Aber zum Beispiel Naturensöhne, gute Nachrichten nach Brandenburg. Berlin auch, wie gesagt. Ist egal, Brandenburg. Ökologisch ist Berlin und Brandenburg dasselbe. Ja, kriege ich jetzt ganz viel Schimpfe, aber ist leider so. Hessen plus 1, also ein bisschen schlechter. Insgesamt Fichte ein bisschen verbessert, Kiefer ein bisschen verbessert, Buche gleich geblieben auf 52. Ganz böses Niveau, ganz böses Niveau. Eiche ein bisschen verschlechtert. Mecklenburg-Vorpommern. Gleiches wie in Brandenburg, Nordostdeutschland, ne? Minus 3 insgesamt, minus 18 bei Fichte, die haben ein paar, minus 2 bei Kiefer, minus 12 bei Buche, plus 4 bei, plus 7 bei Eiche. Was da schiefgelaufen ist, wissen wir nicht. Auch wieder das Achternetz. Ne? Das liegt übrigens daran, dass das die in Anführungszeichen neuen Bundesländer sind, so neu sind sie ja nicht mehr. Aber da wurde das einfach so vorgegeben für den fast gesamten Osten, soweit ich weiß, dass man das Achternetz macht und darum haben die das. Ne? Und vielleicht auch was, weil, also was Wald angeht, kann man sich wirklich nicht beklagen. Da sind die neuen Bundesländer echt nicht übel. Die haben immer neue Erkenntnisse relativ schnell umgesetzt. Die haben aktuelle Forschung dazu, in Eberswalde vor allen Dingen. Die Forstbetriebe, Sachsenforst ist super und die anderen kenne ich zu wenig, aber habe ich auch nie was Negatives gehört. Ne? Also wirklich, da kann man sich eigentlich nicht beklagen. Ja, Niedersachsen, minus alles ein bisschen, auch wieder der große Sandkasten. Ja? Im großen Sandkasten hat sich alles ein bisschen verbessert. Da, gut, also in Niedersachsen viel geregnet hat, muss ich auch niemandem erzählen. Ne? Das wirkt hier also schon auch so ein bisschen mit rein. Die Böden waren schon nass, bevor die große Überschwemmung kam. Die Daten wurden ja vor der großen Überschwemmung auch schon erhoben. Aber für den Wald war das gut. Ja? Weitestgehend. Hier und da vielleicht auch mal wieder ein bisschen zu viel. Ja, Nordrhein-Westfalen, seht ihr selber, jetzt können wir das ein bisschen beschleunigen. Rheinland-Pfalz insgesamt plus 5. Saarland, auch das zweite Land mit krass Scheiße gelaufen. Was da genau schiefgelaufen ist, muss man noch ein bisschen analysieren. Natürlich haben sie Klimaextreme abbekommen. Das Saarland war einfach eine super trockene Ecke, 22. Und das hat sich gerecht hinterher. Und jetzt, weil, und da kommt noch erschwerend dazu, die hatten noch viel Fichte. Das Saarland hatte nie viel Fichte, aber die Fichte, die sie hatten, hatten bisher überlebt. Und jetzt ist der Borkenkäfer auch im Saarland angekommen. Ja, also das ist so einer der Gründe. Warum es bei der Buche so kacke aussieht, das weiß der Henker. Ja, weil sie ja eigentlich zum Teil auch durchaus ökologische Waldwirtschaft haben, gerade bei der Buche sehr viel ökologische Waldwirtschaft eigentlich haben, anteilig, aber das hat hier nicht geholfen. Also es gibt Grenzen, wo man, egal mit welcher Form von Waldbau, auch nicht mit Dauerland, Dauerwald, historischem Vorbild, mir fällt gerade der Name Möller, fiel der Name nicht ein, auch dann kann es bei extremen Klimaereignissen, auch wenn die Buche noch so schöne Wälder bildet, eigentlich trotzdem zu massiven 60%, ja 60. Ja, das tut richtig, richtig weh. Und das ist so schade, weil sie so schöne Wälder haben im Saarland. Und leider sind die Zahlen verdammt valide hier. 2x4, das ist ein super gutes Netz. Leider, leider, leider.
muss man da sagen, die Zahlen sind valide, das ist realistisch. Also die haben auch nicht, keine Ahnung, 87% Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, sondern das stimmt da sind sie wahrscheinlich sogar fast im 5% Konfidenzintervall, ja, dass das hier super, super valide ist. Leider. Ja. Also Bayern, Saarland, das sind so die beiden Ecken, wo jetzt der Käfer nochmal reinhaut, wo jetzt nochmal alles scheiße und bei Bayern wissen wir es nicht genau, weil die Zahlen nicht valide genug sind. Beim Saarland ist es leider sicher. Sachsen ist nicht mehr ganz so gut von der Aufholbewegung von Nordostdeutschland betroffen, ist ja auch schon nicht mehr so Nord. Ne? Sachsen-Anhalt, gleiches Spielchen und hat inzwischen so wenig Fichte. Ja, dass da keine Angabe mehr besteht. Tja, ja, Sachsen-Anhalt hat wirklich, wirklich kaum noch. Was ist mit Thüringen? Plus 9. Ja. Also das kannst du plus minus auch auf Sachsen-Anhalt wahrscheinlich mehr oder weniger so ein bisschen übertragen. Thüringen plus 3 insgesamt. Ja, auch auf Buche da wieder. Also Buche über 60. Da muss man wirklich, wirklich, wirklich Sorgen haben. Bei Sachsen-Anhalt ein Stück weit geht's noch, weil die Buche ist, da ist es schon recht kontinental. Die Buche ist eher so eine subatlantische Baumart. Da liegt es ein Stück weit daran, dass wir da einfach ein Stückle mehr im Osten sind, geografisch. Ne? Das kann man ein bisschen damit erklären. Thüringen ein bisschen weniger. Aber was im Saarland los ist, das weiß der Geier, wirklich. Ich kann es mir nicht erklären. Muss ich mal irgendwann recherchieren, wenn ich mal nichts Besseres zu tun habe. Und hier nochmal Gesamtdeutschland, das haben wir ja schon besprochen. Und dafür haben wir dann wieder die 16x16 Rastervariante angewendet und entsprechend alles umgerechnet. Sonderfall Bayern, Verdichtung auf 8x8 Kilometer für Eiche und Weißtanne. Die kommt hier gar nicht vor in der Statistik, deswegen ist das relativ egal. Und die Eichenwerte sind also realistischer als der Rest. Ja? Außerdem haben wir eine regionale Verdichtung für 8x8 in den Alpen sowie im nordbayerischen Trockengebieten, also da, wo es wirklich drauf ankommt. Die Alpen als Positivbeispiel und die nordbayerischen Trockengebiete als Problemfall sozusagen. Also, okay, dann nehme ich das zurück. Das habe ich gerade gar nicht mehr gewusst, dass das so ist. Ja? Dann nehme ich zurück, dass da König Markus mal hier, also er sollte das bitte gefälligst für Gesamtbayern auch mal ändern, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ja, hier gleich ist ein kleiner Eins dahinter. Die habe ich jetzt überlesen. Gucken wir uns die anderen Fußnoten noch an. Brandenburg, Verdichtung auf 2x2 Kilometer für Eiche und Buche, das ist auch notwendig. Brandenburg hat gar nicht so viel Eiche und Buche, da musst du auf 2x2 verdichten, damit du das vernünftig nachweisen kannst. Hessen, Verdichtung im Rhein-Main-Gebiet auf 4x4 Kilometer. Das ist das, wo ich mal vor ein paar Monaten inzwischen den schlimmsten Wald Deutschlands gefilmt habe. Das ist genau dieses Rhein-Main-Gebiet. Die Ecke, die mit Abstand am kaputtesten ist, deutschlandweit. Auch wegen Gewässerbegradigung und Grundwasserrückgang und anderen Späßen, die da gespielt wurden. Nicht nur klimatisch, muss man der Fairness halber nochmal sagen. Aber was da heute ist, das könnten wir auch woanders irgendwann noch kriegen, wenn es schlimmer wird. Ja, unabhängig davon, was jetzt die Ursachen sind. Aber es zeigt heute schon, wie es, wenn es noch schlimmer wird, überall aussehen könnte. So, Mecklenburg-Vorpommern, Verdichtung auf 4x8 Kilometer für Buche und Eiche. Das macht auch Sinn. Niedersachsen, Verdichtung auch wieder für Eiche und Buche. Und Sachsen-Anhalt hat auch wieder für Fichte, Buche, Eiche und andere Baumarten. Also für alles, was nicht überall rumsteht. Keine Angabe, die Netzdichte erlaubt keine Aussage auf Landesebene, einfach weil die Daten nicht genau genug sind. So, das hatte ich euch schon gezeigt. Zum Schluss noch einmal das Impressum, einfach der Vollständigkeit halber. Hier haben wir nochmal das Impressum. Wer also wissen möchte, wo es das gibt, ihr dürft euch auch gerne hier diesen Dingerich hier oder ihr guckt einfach nach Bundesamt für Ernährung, Landwirtschaft, blablub. Oder lest euch jetzt diesen Link hier durch und dann tippt ihr den ein. Oder ihr nutzt den Link, den ich euch in die Videobeschreibung packe. So, und jetzt machen wir noch einen kurzen Schnitt. So, und hier habe ich jetzt nochmal den Entspannungshamster in groß, damit wir alle nochmal nicht den Hamster vergessen, weil der Hamster braucht Hilfe. Tatsächlich, also wer mal vorhat, in irgendein Umweltschutzprojekt ein bisschen Geld zu investieren und sich nicht entscheiden kann, warum rettet ihr nicht den Feldhamster? Der ist putzig und niedlich und cool und spätestens, wenn man ihn mal gesehen hat, wie er Leuten in den Finger beißt, die ihn ärgern, dann kann man ihn eigentlich nur lieben. Ja?
Übrigens ist das gar nicht so sehr dafür geeignet, niedlich auszusehen, was wir hier sehen, sondern das könnte die Vorstufe einer Drohgebärde sein. Wenn er jetzt noch anfängt zu fauchen, Hamster können fauchen, dann soll das hier suggerieren, der schwarze Bauch, dass das der Rachen eines großen Tieres ist. Deswegen auch die weißen Pfötchen, das sind Zähne, Eckzähne. Und das soll suggerieren, ich bin ein großes, böses Tier und beiß dich gleich. Und der Hamster springt seine Beute dann auch an und klappt dann quasi vorne zusammen, als wäre er ein großes Maul. Und die Krallen sind spitz. Die kratzen menschliche Haut durchaus auf und dann beißt er noch oben rein. Nagerzahn, hochgefährliche Angelegenheit. Tolles Tier. Wirklich, absolut klasse. So, das wollte ich noch als Schlusswort nochmal kurz anmerken. Ein bisschen Werbung für die Hamsterlobby. Es gibt kaum eine Lobby, die harmloser ist als die Hamsterlobby. Also wenn man irgendwelche politischen Botschaften wie rettet die Hamster durchbringen kann, dann, also ich finde, das ist wirklich harmlos. Ne? Also nur wer zufällig noch nicht weiß, wo er sein Geld für den Umweltschutz ausgeben soll. Das ist übrigens meine Biologietasse. Kennt ihr die? Solche Wissenschaftstassen gibt es für alle möglichen Wissenschaftsbereiche. Finde ich cool. Habe auch noch eine Evolutionstasse. Bedanke mich fürs Zuhören. Ein Schlückchen ist noch drin, trinke ich gleich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, habt mir ein bisschen folgen können. Ihr könnt das Ganze gerne noch 2-3 Mal nochmal angucken, wenn es zu viel gewesen ist. Aktueller Stand, weitestgehend meines Wissens der Forschung, meine Interpretation des Ganzen natürlich nicht zwingend unbedingt richtig, aber ganz ohne Interpretation kann man sich den Zustandsbericht auch kaum angucken, wenn man nicht Fachmann ist. Da versteht man zu wenig, würde ich behaupten wollen. Gut, aber nochmal, vielen Dank und wenigstens beschwert sich hier jetzt keiner, dass das Video wieder zu kurz wäre. Macht's gut, tschüss und denkt an den Hamster. Ne?